meint. Lass uns die Zukunft gemeinsam gestalten. Für ein Deutschland, das wir lieben, ohne Hass und ohne Angst. Wir auf das, was fällt, auf unsere Kinder, unsere Welt. Ohne Hass, ohne Angst, stark vereint. Lass uns sein, was die Zukunft uns meint. Willkommen hier bei uns, im Fokus der Zeit, wo Wahrheit zählt und nicht nur Schein. In Deutschland, wo die Zukunft still verweilt, kämpfen wir für Gerechtigkeit, so klar und rein. Gemeinsam schauen wir auf das, was zählt, auf unsere Kinder, unsere Welt. Ohne Hass, ohne Angst, stark vereint. Lass uns sein, was die Zukunft uns meint. Wir denken auf, was meint, was die Zukunft uns meint. Wir denken auf, was meint, was uns die Zukunft gemeinsam. Wir können ein großartiges Ergebnis in Brandenburg feiern. Wir haben drei erfolgreiche Wahlen hinter uns gebracht, in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg. Und wir sind die einzige Partei, die konstant erfolgreiche Ergebnisse eingefahren hat. Wir haben in Brandenburg eine historisch hohe Wahlbeteiligung und daran zeigt sich, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, die Demokratie lebendig gemacht hat. Und darüber freuen wir uns sehr. Sie sehen auch, dass die Alternative für Deutschland die Partei der Zukunft ist. Wir haben vornehmlich bei den jungen Leuten gewonnen. Das nicht nur in dieser Wahl in Brandenburg, sondern bei allen Wahlen, vor allen Dingen auch schon bei den Europawahlen. Wir liegen im Vergleich, weil es war eine sehr polarisierende Wahl zwischen der AfD und der SPD, wir liegen bei den unter 60-Jährigen konstant vor der SPD. Und vor allen Dingen die zwischen 16- und 24-Jährigen haben die AfD überproportional stark gewählt. Das heißt, die nachfolgende Generation hat verstanden, dass die AfD die richtigen Antworten auf die Zukunft dieses Landes gibt und vor allen Dingen dieser Generation der arbeitenden Bevölkerung von morgen. Ich möchte es dabei belassen und vor allen Dingen auch das Wort an die lieben brandenburgischen Kollegen dann übergeben. Aber ich möchte mit einem herzlichen Dankeschön schließen an unseren erfolgreichen Spitzenkandidaten Christoph Berndt, unserem Landesvorsitzenden René Springer. Herzliches Dankeschön an die AfD-Mitglieder in Brandenburg, die so einen engagierten Wahlkampf geführt haben. Und natürlich mein ganz großes Dankeschön an unsere Wähler in Brandenburg, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Und damit darf ich das Wort an meinen lieben Co. übergeben. Tino, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch bloß kurz ergänzend äußern. Ich möchte mich natürlich auch bei Christoph Berndt bedanken, auch bei René Springer für diesen doch sehr intensiven Wahlkampf, sehr bürgernahen Wahlkampf auf der Straße. Ich denke, das hat es auch ausgemacht, dass immer mehr Menschen in unsere Politik Vertrauen gefunden haben. Das zeigt sich, wie gesagt, auch jetzt in der Nachwahlbetrachtung, die wir natürlich auswerten. Wir haben 22 Direktwahlkreise gewonnen, genauso viel wie die SPD. Es hat sich also ein polarisierender Wahlkampf hat in Brandenburg stattgefunden zwischen SPD und AfD. Herr Woidke ist nur wiedergewählt worden aufgrund des Zusammenschlusses aller anderen Kartellparteien, um ihn im Amt zu halten. Also wenn ein Ministerpräsident Kretschmer zur Wahl von Herrn Woidke aufruft und im Prinzip seiner eigenen Partei, der CDU, damit in den Rücken fällt, dann zeigt das eigentlich, dass es eigentlich nur noch einen Wahlkampf gegen die AfD gibt und dass es hier eigentlich um Inhalte kaum noch gegangen ist. Man will eigentlich die AfD von der Macht, auch von der Regierungsverantwortung fernhalten. Das mag dieses Mal noch so gelungen sein, aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir sehen es jetzt schon, ein Landtag mit vier Parteien. Das Gute auch an diesem Abend, neben unserem sehr guten Ergebnis, ist, dass die Grünen als gefährlichste Partei Deutschlands nicht mehr im Landtag sind, dass die Linken aus dem Landtag geflogen sind, dass die Freien Wähler ebenso nicht mehr einziehen und dass es eine FDP, und das ist eigentlich auch die Frage, die man dann auf Bundesebene stellen muss, dass die eigentlich im Ostdeutschland nicht mehr existiert und damit auch die Interessen
für die sie eigentlich Politik mal machen wollte, für den Mittelstand, für die Handwerker auch nicht mehr ausüben kann. Nichtsdestotrotz möchte ich auch Herrn Woidke für den Wahlsieg gratulieren. Nichtsdestotrotz wird aber auch für uns klar sein, dass wir als starke Opposition auch in Brandenburg weitermachen. Und ich denke, mit den gewählten Abgeordneten wird das auch gut gelingen. Es sind viele Abgeordnete dabei, die eine berufliche Karriere bereits hinter sich hatten, also auch Erfahrung haben in ihren Bereichen. Und deshalb freue ich mich sehr, und das wird ja auch die Aufgabe von Christoph Bernd sein, dort eine starke Fraktion mit oppositioneller Arbeit weiter voranzubringen, nach denen sich die anderen Parteien auch richten müssen. Das haben wir in der Vergangenheit geschafft und das werden wir auch in Zukunft vorantreiben. Vielen Dank erstmal. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sehen hier einen Kandidaten und einen noch Fraktionsvorsitzenden, der beinahe restlos zufrieden ist. Er ist nicht restlos zufrieden, aber annähernd. Denn wenn man sich das mit dem Abstand einiger Stunden das Wahlergebnis vor Augen führt, dann haben wir mehr erreicht, als ich persönlich erwartet hätte. Die beiden Bundessprecher haben es ja schon gesagt, wir haben den größten Zugewinn aller Parteien in Brandenburg erzielt. Wir sind die Partei der Leute, die arbeiten. Wir sind die Partei des Mittelstandes. Wir sind die Partei der Jugend. Die Deutschlandhasser von den Grünen und den Linken sind aus diesem Landtag rausgewählt worden. Auch die Freien Wähler, die sich in unappetitlicher Weise dieser Regierung Woidke angedient haben, sind nicht mehr im Landtag vertreten. Und das Kartell der Parteien, die seit Jahrzehnten hier regieren, ist als solches entlarvt worden. Exemplarisch mit der öffentlichen Kastration der CDU, die auch gestern Abend nicht den Mut hatte, sich gegen diese Anmaßung der SPD und auch aus den eigenen Reihen zu wehren. Ich möchte jetzt nicht Mitglied der CDU sein. Die Diskussionen dort sind bestimmt sehr spannend. Und Dietmar Woidke ist in seinem eigenen Wahlkreis abgewählt worden. Eine Mehrheit, Dietmar Woidke hat keine Mehrheit bekommen. Dietmar Woidke hat gesagt, er wird zurücktreten, wenn er gegen die AfD verlor. Er hat in seinem eigenen Wahlkreis verloren. Nun bin ich mal gespannt, welche Konsequenzen Dietmar Woidke daraus zieht. Mit Dietmar Woidke wird es ein weiter so geben, das ist völlig klar unter SPD. Wir werden als Opposition alles in unseren Kräften Stehende tun, dagegen zu arbeiten. Und wir wollen auch noch in Erinnerung rufen, dass Woidke im Amt geblieben ist, verdankt er einem unglaublichen Stimmentransfer innerhalb dieses Kartells der Parteien. Und zu diesem Kartell, auch das will ich in Ihre Richtung sagen, hat sich in einer Art und Weise auch haben sich die öffentlich-rechtlichen Medien und auch ein großer Teil der Lokalmedien gesellt, die mich erstaunen lässt. Diese einseitige Parteinahme für Dietmar Woidke und gegen die AfD, das ist schon etwas ganz Bemerkenswertes und darum sage ich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an die freien und alternativen Medien, die dann wenigstens einen Ausgleich geschaffen haben gegen das, was die etablierten Medien getan haben. Und ich glaube, auch denen gehört die Zukunft. Ich will mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Bedanken bei meinem Landesverband, bei meinem Landesvorsitzenden René Springer und einem Landesverband, auf den ich durchaus stolz bin, der, finde ich, einen fabelhaften Wahlkampf hingelegt hat. Bedanke mich herzlich bei meinen beiden Bundessprechern Alice Weidel und Tino Chrupalla für die großartige Unterstützung, überhaupt, die mich bei der AfD insgesamt bedanken will. Wir hatten ja dann auch Stellvertreter, wir hatten andere Landesvorsitzende da, Björn Höcke, Jörg Urban waren da. Also die AfD hat hier sowohl im Land Brandenburg als auch auf Bundesebene sehr geschlossen gehandelt, gezeigt, dass sie wirklich reif ist und dass wir bereit sind, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das wird auf absehbare Zeit passieren. Die Brandmauer wird nicht mehr lange halten. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Und zunächst möchte ich mich dem Dank anschließen, der an unsere Wähler gerichtet ist. Denn es sind unsere Wähler, die es ermöglicht haben, dass wir noch stärker jetzt ins Parlament einziehen, dass wir die Sperrminorität haben und damit die Altparteien zwingen, mit uns zusammenzuarbeiten. Nämlich dann, wenn es wirklich wichtig wird, bei der Ernennung von Richtern beispielsweise, aber auch bei Verfassungsänderungen. Das mal vorweg. Ansonsten möchte ich vielleicht kurz auszugsweise berichten aus einer Landesvorstandssitzung, die wir heute Morgen hatten, wo wir zunächst nochmal uns mit dem Ergebnis beschäftigt haben, aber auch schon nach vorne geschaut haben, was jetzt die nächsten Schritte sein werden. Festgestellt haben wir, da will ich nicht das wiederholen, was gesagt wurde, aber es vielleicht zusammenfassen in einem Satz, dass Dietmar Woidke es gerade so mit Krücken ins Ziel geschafft hat. Und eine dieser Krücken ist dieses fragwürdige Netzwerk Kampakt. Es ist nun bekannt durch die Aufarbeitung, die 1% geleistet hat, dass Kampakt Mittel bekommt vom Bundesfamilienministerium.
aber eben offensichtlich auch von ausländischen Geldgebern. Genannt wird dort die Open Society Foundation. Und dieses Geld ist dann in den Wahlkampf geflossen, um die AfD zu verhindern. Marie Schäffer aus Potsdam, Mitglied der Grünen, soll mit 72.000 Euro unterstützt worden sein, darunter 25.000 Euro Direktspende. 110.000 Euro sind an 25 SPD-Kandidaten geflossen und selbst der Chef der Freien Wähler hat 4.000 Euro Parteispende bekommen von diesem fragwürdigen Netzwerk. Das, was uns von der etablierten Presse immer unterstellt wird, dass wir irgendwie von fragwürdigen Geldgebern unterstützt werden, das liegt hier ganz offen auf der Hand. Und es trifft Linke, Grüne, Freie Wähler und die SPD. Und wir haben heute im Vorstand beschlossen, dass wir dieses Thema aufarbeiten werden mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und das transparent machen, was hier eigentlich passiert. Diese Korruption werden wir so nicht geschehen lassen. Das ist das eine und das andere, und das, da wird es sicherlich auch Fragen geben. Da möchte ich schon vorwegnehmen, dass wir auch beschlossen haben, auf BSW und CDU zuzugehen und Gespräche anzubieten, um zu schauen, ob man hier Gemeinsamkeiten ausloten kann. Das soweit erstmal dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Frederik Schindler, Welt und Welt am Sonntag. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Berndt. Sie haben ja die Sperrminorität erreicht. Da würde mich interessieren, wie wollen Sie die denn jetzt künftig im Landtag nutzen, um da auch Ihre Ziele durchzusetzen? Was ist da der Plan? Was kann man da erwarten? Was erwarten Sie da auch von den anderen Parteien? Und dann würde mich noch von Herrn Krupalla interessieren, als wir das letzte Mal hier saßen nach der Sachsen- und Thüringen-Wahl, sagten Sie ja, dass Sie die Briefwahl verbieten wollen. Jetzt gibt es nach diesem Wahlergebnis einige AfD-Anhänger, die in relativ weit verbreiteten Tweets zum Beispiel einen möglichen Wahlbetrug da sehen und das unter anderem damit begründen, dass die SPD ja bei der Briefwahl sozusagen aufgeholt hat und da bei der Briefwahl deutlich weniger Wähler AfD gewählt haben. Da würde mich eine Einschätzung von Ihnen interessieren, wie Sie diese Vorwürfe bewerten eines möglichen Wahlbetrugs und ob das aus Ihrer Sicht überraschend ist, dass AfD-Wähler seltener zur Briefwahl gehen, wenn Sie ja zum Beispiel sagen, dass das missbrauchsanfällig sei und Sie diese Briefwahl verbieten wollen. Dankeschön. Ja, Herr Schindler, da gibt es gar nichts Sensationelles zu vermelden. Wir haben jetzt diese Stärke, ein Drittel plus eine Stimme. Und dann wird die Wahl von Verfassungsrichtern eben nur möglich sein, wenn wir mitmachen oder wenn wir uns zumindest enthalten. So, das werden wir sagen. Und es wird auch in Zukunft dann, Gott sei Dank, möchte ich sagen, nicht mehr einfach so Verfassungsänderungen geben, wie es den Parteien gerade so in den Sinn kommt, wie es in der letzten Legislaturperiode der Fall war. Das werden wir dann verhindern, wenn es gute Vorschläge gibt. Ich sage nochmal, das, was ich auch in dem Wahlkampf gesagt habe, inhaltlich gibt es für uns wirklich keine Brandmauern. Wir sind bereit, mit allen Parteien zu reden über gute Vorschläge. Wir haben auch in der Vergangenheit guten Anträgen der anderen zugestimmt. Das werden wir auch weitermachen. Es geht uns um die Sache hier im Land Brandenburg und dementsprechend verantwortungsbewusst werden wir mit diesen Möglichkeiten dieser sogenannten Sperrminorität umgehen. Ja, Herr Schindler, vielleicht zu dem Briefwahl nochmal. Ich meine, wir haben es auch bei dieser Wahl gesehen, dass es doch sehr große Unterschiede teilweise in einer empirischen Art der Auswertung auch gegeben hat, die auch mathematisch für einige schwer zu erklären sind, dass es auch große Unterschiede gibt. Ob der AfD-Wähler grundsätzlich nicht zur Briefwahl neigt, weiß ich nicht, ob das auch wirklich so ist. Aber wir haben teilweise Unterschiede von 60% Unterschied zur Briefwahl. Wir würden nach der reinen Urnenwahl, hätte die AfD 34% bekommen bei dieser Landtagswahl. Und dass die Briefwahl manipulationsanfällig ist, ich denke, das ist kein Geheimnis, das wissen Sie. Die meisten Wahlfälschungen, die in der Vergangenheit aufgeklärt wurden und auch ermittelt wurden, sind in der Briefwahl geschehen. Und auch wie die Aufbewahrung, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, teilweise von Wahlurnen und Wahlbriefunterlagen in den Rathäusern vollzogen wird, spottet teilweise jeder Beschreibung. Auch wie Wahlkampf im Übrigen in den Altersheimen gemacht wird, wie dort Parteien ein- und ausgehen, außer die AfD, deren Zutritt in vielen Altersheimen, gerade was Caritas, Diakonie etc. angeht, verwehrt wird. Auch das zeigt eigentlich, dass es eine Entwicklung ist, die man beobachten sollte, zumindest auch mal vielleicht kontrollieren sollte. Und inwieweit die Briefwahl eigentlich als Ausnahme, wie sie ja so gestaltet ist, auch gelten sollte. Im Übrigen in einigen anderen europäischen Ländern wurde die Briefwahl wieder zurückgenommen und als Urnenwahl hauptsächlich deklariert. Die Briefwahl, und das will ich nochmal deutlich machen, sollte wirklich die Ausnahme sein und keine Regelwahl, weil sie eben, wie gesagt, sehr manipulationsanfällig ist. Wir werden uns jetzt auch genau anschauen, wie die Unterschiede sind, gerade was Altenheime angeht, gerade was
auch dort Manipulationsvorwürfe, die es ja bereits schon gibt. Am Ende wird das untersucht werden müssen, aber ich halte auch an dieser Forderung fest, man sollte von der Briefwahl wieder wegkommen. Es sollte wirklich die absolute Ausnahme sein für diejenigen Bevölkerungsteile, die wirklich nicht in der Lage sind, zur Stimmabgabe ins Wahllokal zu gehen. Aber da muss es Regelungen geben, die wirklich weitestgehend manipulationssicher sind. Ausnahme, genau. Maidudin von der Rheinischen Post. Ich würde gerne in die Zukunft schauen. Meine Fragen gehen an Frau Weidel und Herrn Krupalla. Sie gehen ja jetzt mit Rückenwind in den Bundestagswahlkampf. Und ich wüsste gern, welche Lehren Sie aus diesen Wahlkämpfen der vergangenen Wochen mit sich nehmen. Und wann kümmern Sie sich um die Frage der Kanzlerkandidatur? Ich glaube, dass wir sehr erfolgreich aus diesen Wahlen dieses Jahr hervorgegangen sind. Wir haben konstant Wahlerfolge eingefahren und starten, wie Sie jetzt völlig richtig gesagt haben, mit Rückenwind in die Bundestagswahlen, die wir vorbereiten. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir Kurs halten müssen. Die AfD hat sich zu einer Programmpartei entwickelt. Wir sind bereits Volkspartei mit einer Wählerbindung von über 30% der Wählerschaft. Wir sind im bundesweiten Trend, sind wir gestern auf 20% gesprungen, laut der INSA-Umfrage. Das ist ein hocherfolgreicher und hocherfreulicher Wert. Wir sind mit Abstand zweitstärkste Kraft im Bund. Und daraus leitet sich natürlich auch der Anspruch der AfD an eine Regierungsbeteiligung ab. Der Wähler hat uns in allen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland mit einem Regierungsauftrag ausgestattet. Der Wählerwille ist hier eindeutig. Und Herr Springer hat das gerade erläutert, man wird auf die anderen Parteien zugehen. Das machen wir nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Sachsen und Thüringen. Und dann werden wir sehen, was die Ergebnisse sind. Ich glaube, dass sich strategisch langfristig ein undemokratisches Konstrukt wie die Brandmauer nicht durchhalten lässt. Sie können nicht Millionen von Wählern an der politischen Teilhabe ausschließen. Das tut der demokratischen Kultur in unserem Land nicht gut. Und auch müssen sich alle beteiligten Parteien darüber Gedanken machen, wie die gesellschaftlichen Gräben wieder zugeschüttet werden können und wir vernünftig miteinander reden. Und das machen sie nicht, indem sie Millionen von Wählern der Alternative für Deutschland ausschließen. Das sehen wir nicht nur hier bei den Landtagswahlen, sondern wenn Sie in den Bundestag schauen, da werden wir seit 7 Jahren von wichtigen politischen Ämtern ausgeschlossen, wie zum Beispiel das Bundestagspräsidium, das Parlamentarische Kontrollgremium etc. pp. Und dementsprechend glaube ich, dass es vernünftig wäre, langfristig darüber nachzudenken, dass man wieder vernünftig miteinander spricht und mit einer 20-30%-Partei wie die Alternative für Deutschland das Gespräch aufnimmt. Ja, ich meine, die Landtagswahlen und auch die Europawahl, die ja dieses Jahr stattgefunden haben, bringen uns natürlich für die Bundestagswahl enormen Rückenwind. Wir haben aber noch im März die Landtagswahl in Hamburg, die natürlich auch noch ansteht. Auch dort wollen wir unser Ergebnis wenigstens verdoppeln. Wir sind ja das letzte Mal dort knapp in den Landtag, in die Bürgerschaft eingezogen. Also das ist auch uns, für uns wichtig, auch eine Großstadt wie Hamburg natürlich dort ein gutes und starkes Ergebnis zu haben. Und natürlich auch die Bundestagswahl wird sich ähnlich ausrichten, was die Bürgernähe angeht, was auch den Charakter des Straßenwahlkampfes angeht, der uns ja nicht nur im Osten große Zustimmungswerte bringt, sondern mittlerweile ja auch in den westlichen Bundesländern. Was natürlich, und das muss man auch sagen, und das sieht man jetzt auch in der Auswertung, und das werden wir auch intern sicherlich besprechen, ist, wo wir zugelegt haben, aber wo wir weiter zulegen wollen. Das ist natürlich die Kompetenz, das ist die Glaubwürdigkeit, das ist auch der Sachverstand und das ist auch die Empathie und Sympathie. Denn man hat gesehen, dass hier in Brandenburg hauptsächlich Herr Woidke als Herr Woidke gewählt wurde und nicht die SPD.
Und da zeigt sich natürlich auch ein Amtsinhaberbonus, der durchaus vorhanden ist. Und dass wir natürlich auch personell sicherlich dort noch Nachholbedarf haben, um insgesamt auch die Personen in den Vordergrund zu bringen, die auch beim Wähler eine große Unterstützung bekommen. Gleichwohl auch für den Bundestagswahlkampf, was Sie als Kanzlerkandidatur angesprochen haben, das wird die nächsten Wochen, werden wir das im Bundesvorstand beraten und da wird es auch dieses Jahr noch eine Entscheidung geben. Ja, Christian Feuerath, Junge Freiheit. Eine Frage, wenn Sie sagen, Sie sind nicht restlos zufrieden, dann vielleicht auch ein Blick auf das BSW. Sehen Sie da mit einem eher weinenden Auge drauf, dass Sie sagen, oh, diese gibt es erst 8 Monate und schon stehen die vor einer möglichen Regierungsbeteiligung, was uns nach 10 Jahren nicht möglich ist? Oder sehen Sie da ein eher lachendes Auge, dass Sie sagen, naja, sollen die mal in die Regierung gehen, dann werden die ganz schnell entzaubert und, sage ich mal, die Protestwähler kehren wieder zu ihrer AfD zurück. Also auf keinen Fall mit einem weinenden Auge. Wir sind Realisten. Es war ja klar, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist gebildet worden, um Regierungsübernahmen der AfD im Osten zu verhindern. Das war völlig klar, das war das Ziel dieses Bündnisses. Es ist ja im Grunde keine Partei, sondern ein größerer Club. Und das war auch klar, dass das erstmal funktionieren wird, haben wir ja in den Umfragen gesehen. Aber wir sehen auch, dass das BSW mittlerweile fast schon seinen Peak überschritten hat. Dass dabei ist, sich zu entzaubern, allein durch sein Auftreten in Thüringen, wo, das muss man sich mal vorstellen, wo das BSW jetzt zusammen mit der Linkspartei von Bodo Ramelow, die es ja verlassen hat, dabei ist, Mehrheiten gegen den Wahlsieger AfD zu zimmern. Und die Wähler des BSW wollen aber, dass sich was ändert. Das BSW wird ja gewählt von Leuten, die den Kanal voll haben von CDU, SPD, Linken, Grünen, von dieser Politik, die sich nur noch nicht trauen, zur AfD zu gehen und denken, das BSW ist eine Alternative, die ist nicht ganz so krass, kann man wählen, ändert sich doch was. Und wenn die dann merken, es ändert sich nichts, dann wird der Zauber ganz schnell verfliegen. Wir werden ja auch sehen, ob das BSW hier in Brandenburg mit uns redet, mit uns vielleicht auch in wichtigen Fragen gemeinsame Anträge durchbringt oder ob es weiterverfolgt einen Kurs des Verbots der AfD. Wenn das BSW so weitermacht, wird es schon zur Bundestagswahl, bin ich ziemlich sicher, sein, eine viel geringere Rolle spielen als in diesem Herbst. Und das wird uns zugutekommen. Also, Herr Vollrath, wir sehen das und ich bin überzeugt davon, das BSW hat nur dann eine Zukunft, wenn es sich nicht mit den anderen hinter der Brandmauer verkriecht, sondern den Mut hat, mit der AfD zusammen eine andere Politik zu machen. Ich erwarte nicht, dass das BSW das tun wird. Ich erwarte, das BSW wird den Mut nicht aufbringen und wird dann eine vorübergehende Erscheinung bleiben. Ja, Dominik Guggemus, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht an Herrn Berndt. Hier bin ich. Die Nachwahlbefragung hat gezeigt, dass nur 30% Ihrer Wähler der Forderung nach dem Ausschluss von Asylbewerbern von öffentlichen Veranstaltungen zugestimmt hat. Würden Sie daraus ableiten, dass Sie da übers Ziel hinausgeschossen sind? Und Frau Weidel, Ihre Einschätzung würde mich dazu auch interessieren. Ich will nochmal sagen, das ist natürlich eine Forderung, die man nicht gerne erhebt. Aber das war die Reaktion auf Solingen. Und wir haben diese Diskussion jetzt seit dem Breitscheidplatz geführt. Und jedes Mal kommen Regierungen und offizielle Vertreter, erklären ihr Bedauern und es geht weiter wie bisher. So, und da muss man sagen, es geht so nicht weiter. Wenn wir die Grenzen offen haben, wie sie offen sind, und Sie sehen ja, dass Fesers Grenzschließung nach Polen ein Witz ist, ein Schaueffekt, da kann jeder nach wie vor kommen und gehen, wie er will. Solange wir in diesem Zustand sind, müssen wir darüber nachdenken, wie wir unsere Bevölkerung schützen. Und da müssen wir vielleicht auf die wunderbaren Erfahrungen der Corona-Zeit zurückgreifen und eben doch solche Betretungsverbote machen. Das ist eine schwierige Diskussion, das räume ich gerne ein. Aber wir stehen dazu, dass wir Konsequenzen ziehen müssen aus diesen Terroranschlägen. Übrigens, das gibt mir noch Gelegenheit, einen ganz kleinen Satz zu ergänzen. Zu den Erfolgen dieser Wahl gehört ja auch, dass schon vor dem Wahltag der Ministerpräsident Dietmar Woidke und Innenminister Michael Stübgen Positionen bezogen haben zur Grenzsicherung, zum Umgang mit Ausländern, zur Abschiebung, für die sie uns vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Das ist sehr bemerkenswert. Sie werden nicht mehr hinter diese Äußerungen zurückkehren können. Alles das, was wir zur Asylpolitik sagen, ist damit mit dem Segen des brandenburgischen Ministerpräsidenten und Innenminister verfassungskonform. Das wollen wir mal festhalten. So, also ich denke schon, dass es nicht eine ganz einfache Diskussion ist, aber eine notwendige Diskussion. Und wir scheuen das dann auch nicht. Uns geht es nicht darum, uns beliebt zu machen
Uns geht es darum, dass die Politik besser wird. Und da muss man dann auch mal mit Forderungen auf den Plan treten, die nicht sofort Beifall finden. Das halten wir aus. Um es kurz zu machen, weil Herr Bernd alles gesagt hat. Ich glaube, dass wir das alles gar nicht diskutieren müssten, wenn die deutschen Grenzen nicht seit 11 Jahren völlig rechtswidrig offen gehalten würden. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, Gabor Hallas, ARD Hauptstadtstudio, schließt so ein bisschen an die Frage, weil Sie haben jetzt ja nochmal gesagt, Sie erwarten, dass die anderen Parteien mit Ihnen sprechen. Die Forderung von Herrn Bernd ist gerade angesprochen worden. Frau Weidel, Sie haben im Wahlkampf zum Beispiel über die Körperhygiene von Herrn Lauterbach gesprochen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Gesprächsangebot an die andere Seite. Gibt es irgendwie Pläne, dass man auch im Tonfall, in der Radikalität der Forderung vielleicht etwas abrüstet, um ja Ihren Wählern auch was zu bieten? Weil ich meine, Sie haben jetzt wieder stark abgeschnitten, aber Sie werden nicht regieren, vielleicht auch wegen dieser Töne. Na gut, also wir sind Programmpartei. Wir haben eine klare Linie in unserem Programm. Und dementsprechend sollten wir ins Gespräch kommen. Sie haben jetzt gerade etwas angesprochen. Es ging dort nicht um Körperhygiene, sondern ganz explizit um Zahnhygiene. Und ich glaube, dass jemand, der Verantwortung für ein gesamtes Land übernimmt, die Bevölkerung weggesperrt hat, rechtswidrig, während der Corona-Pandemie, die Menschen angelogen hat, mit geschwärzten RKI-Protokollen operiert, völlig entgegen der wissenschaftlichen Meinung gehandelt hat, Masken hat einkaufen lassen, Impfdosen hat einkaufen lassen, über Impfnebenwirkungen gelogen hat, dass so jemand nicht die Verantwortung für die Gesundheit als Gesundheitsminister für dieses Land tragen sollte. Und das fängt bei der Individualhygiene an. Und dafür kann jeder was. Zur Frage des Umgangs und der verbalen Angriffe. Ja, ich meine, wer wird denn ständig beleidigt und beschimpft? Als Nazischlampe, als Abschaum, als dummes Nazischwein. Frau Agnes Strack-Zimmermann hat andere Ausdrücke benutzt, die ich hier gar nicht wiederholen will. Das wird uns doch ständig entgegengeworfen. Und wo ist der mediale Aufschrei da? Was sagen Sie denn den Vertretern von Grünen, SPD, Linken, auch der CDU, die als AfD auf diese Weise Jahr um Jahr beschimpfen? Ich finde, wir sind nicht diejenigen, die hier den Diskurs oder das Gespräch vergiften, die hier irgendwie eine besondere Schärfe in die Diskussion tragen. Wir setzen uns in der Sache hart mit den anderen Parteien auseinander, das wohl. Aber ich betone nochmal, wir sind bereit, im Interesse der Sache mit allen, mit denen wir uns vorher hart auseinandergesetzt haben, auch mitzustimmen. Und es ist ja so, wenn Sie an den Landtag Brandenburg denken, wir stimmen Anträgen der anderen zu, wenn die in Ordnung sind oder wenn wir die richtig finden. Die lehnen alle unsere Anträge grundsätzlich ab, alle, jeden, weil er von uns kommt. Und dieses Ausgrenzende, dieses Spaltende, dieses Nichtachtende, dieses Verachtende, das kommt nicht von uns. Das wird uns entgegengebracht. Und natürlich wehren wir uns dagegen, wir lassen uns nicht alles bieten und wir sagen denjenigen, die unser Land ruinieren, auch, dass sie unser Land ruinieren und dass wir das nicht gut finden. Das bedeutet aber nicht, dass wir unversöhnlich sind. Ich wiederhole zum dritten Mal, wir sind bereit, mit allen anderen zu reden, im Interesse unseres Landes. Von uns, wir bauen keine Mauern. Vielleicht mal ganz kurz ergänzend noch, richtigerweise auch, was gerade AfD-Vertreter und auch wir jetzt im Wahlkampf erlebt haben, nicht bloß der Angriffe auf psychischer Art, sondern auch auf physischer Art. Und das ist die AfD nun mit Abstand die Partei. Und da können alle vier, die hier oben auf dem Podium sitzen, ein Lied davon singen. Ich kann Ihnen die Liste der häuslichen Angriffe allein von mir mal auflisten, die lang genug ist, die man mittlerweile überhaupt nicht mehr erwähnt. Und auch Sie als Medien haben eine große Mitverantwortung, das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt, wie Sie zur Spaltung in dieser Gesellschaft beitragen, die auch zu diesem Diskurs beitragen. Und ist auch klar, und das sage ich auch ganz bewusst, der Wahlkampf ist jetzt vorbei. Auch das ist für uns klar und Wahlkampf heißt Wahlkampf. Und da kann es auch mal etwas
härter und derber sein. Das muss man aushalten, das müssen wir aushalten, das müssen alle anderen aushalten. Nichtsdestotrotz, um die Spaltung, und das hat Christoph Bernd richtig gesagt, natürlich auch zu überwinden. Und da haben wir ein großes Interesse. Wir sind Demokraten und wir sind mit allen Parteien und auch allen gewählten Abgeordneten gesprächsbereit. Das sollte eigentlich ein normaler Umgang sein. Um auch diese Spaltung zu überwinden, sind wir gesprächsbereit. Aber diese Abrüstung, und da nehme ich uns nicht aus, sollte alle betreffen. Und das gilt auch für die öffentlich-rechtlichen Medien. Und ich möchte es nochmal klarifizieren, weil mir gerade ein persönlicher Vorwurf vorgeworfen wurde. Nicht jeder in diesem Land ist Gesundheitsminister. Es ist genau eine Person. Und ich bin der festen Überzeugung, und ich wiederhole das hier gerne, dass jemand mit so einer schlechten individuellen Zahnhygiene unmöglich verantwortlich sein kann für die Hygiene eines ganzen Landes. Und das können Sie auch gerne aufschreiben. Das wiederhole ich gerne. Das ist das, was ich denke. Das geht so nicht. Klaßmann von der Deutschen Presseagentur. Jetzt mal weg von der Zahnhygiene. Sie haben ja, Herr Chrupalla, gesagt, dass Sie im Bundestagswahlkampf auch Empathie und Sympathie und auch in Bezug auf die Leute, die da vorne stehen, wichtig finden. Das war in den letzten Wahlkämpfen ja eher nicht so die Stärke, sondern es waren vor allen Dingen Negativbotschaften, wo man sich nach mehr als 10 Jahren, die es die Partei ja nun schon gibt, fragt, ob das reicht. BSW hat das ein bisschen anders gemacht von der Tonalität her. Jetzt wollte ich mal wissen, Frau Weidel hat gesagt, wir müssen an so unserem Kurs festhalten. Wollen Sie denn auch daran festhalten, dass Sie zu 90% mit Negativbotschaften auf die Menschen zugehen und auch mit einer, sage ich mal, eher negativ-aggressiven Attitüde? Ja, für Sie sind das vielleicht Negativbotschaften, aber unsere Aufgabe als Opposition ist es, die Probleme in diesem Land klar zu benennen. Und die sind nun mal nicht positiv. Also es ist ja nicht die Aufgabe der Opposition, die Regierung zu loben und das gut darzustellen. Das machen wir auch, wenn was Gutes auch beschlossen würde werden. Das hat ja diese Ampelregierung bislang nicht hinbekommen. Und natürlich ist es für denjenigen, der auf Missstände in diesem Land hinweist, und da haben wir ja in allen Bereichen, nicht bloß in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik, überall, wo Sie hinschauen, ist dieses Land im Abschwung begriffen. In der Rezession, in der Deindustrialisierung, wovor wir gewarnt haben, alles Dinge im sozialen Bereich, da könnte man unlängst jetzt die Stunde füllen. Und auf die Dinge weisen wir hin. Und ich meine, ich muss mich jetzt nicht entschuldigen dafür, dass wir in diesem Jahr 4 Wahlen deutlich dazu gewonnen haben, eine Landtagswahl gewonnen, 2 knapp Zweiter geworden sind. Das will ich auch nicht vergleichen mit BSW, die nur 1/3 der Stimmen haben, die wir bekommen haben. Also wir haben deutlich zugelegt, wir haben von allen Parteien auch in diesem Wahlkampf dazu gewonnen. Also denke ich, ist unser programmatischer Kurs, auch unser inhaltlicher Kurs genau der richtige. Dafür müssen wir uns nicht entschuldigen. Gleichwohl, und das ist natürlich die Dinge, die wir intern ansprechen werden, wir wollen natürlich auch in allen Altersgruppen weiter zulegen. Das will ich ganz klar betonen. Das muss unsere Aufgabe sein. Und wir haben verschiedene Charaktere in unserer Partei. Wir sind kein monolithischer Block. Das ist auch gut so, weil wir, und das hat sich ja auch bei dieser Wahl gezeigt, Volkspartei sind und auch das gestärkt haben. Gibt es sicherlich Personen, die bei dem einen Wählergruppen mehr punkten als bei den anderen. Aber insgesamt, und das will ich nochmal betonen, ist natürlich klar, dass wir an Kompetenz, an Sachkompetenz in vielen Bereichen, im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich zulegen wollen und müssen. Das wird die Hauptaufgabe sein, denn wir wollen natürlich besser werden, damit, wie gesagt, ohne die AfD eine Regierung nicht möglich ist. Und das sollte auch die Kernaufgabe und Hauptaufgabe für die Bundestagswahl sein. Wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, ich finde gerade diese Landtagswahlen in Brandenburg zeigen sehr gut, Frau Klaßmann, dass es genau andersrum ist, als Sie sagen. Denn 75% derjenigen, die gestern SPD gewählt haben, haben angegeben, das haben sie gemacht, um die AfD zu verhindern. Nicht etwa, weil die SPD so toll ist oder Herr Woidke so ein starker Typ ist. Und es wurde ja immer Angst gemacht, die AfD würde ein 1933 bedeuten. So, also es wurde eine massive Angstkampagne und Negativkampagne gegen die AfD gemacht. Das war der Inhalt der Wahlen dieses Kartells gegen die AfD. Und unsere Botschaften sind genau gegenteilig. Unsere Aussage war, es wird Zeit, unser Land zu retten. Wir haben lauter positive Botschaften. Ich habe einen Verein gegründet, der nennt sich Zukunft Heimat.
Und ich habe meine Reden regelmäßig mit dem Satz geschlossen, Hoffen ist Pflicht. Dass wir uns überhaupt auf den Weg machen, dass wir uns überhaupt diesem ganzen medialen Terror und diesen ganzen Angriffen in der Politik aussetzen, geht nur, weil wir von einer Hoffnung getragen sind, dieses Land wieder in Ordnung zu bringen. Wir machen sozusagen, wir bringen eine frohe Botschaft ins Land und die Angstbotschaften kommen von den anderen. Jan Sternberg, RND. Sie feiern sich als Partei der Jugend. Die Zahlen geben Ihnen recht, aber man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass Ihnen diese Erfolge eher in den Schoß gefallen sind. Es gab da einen Kandidaten aus dem Europawahlkampf, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, der jetzt auch im Wahlkampf natürlich auftauchte, von dem Sie sagen, der spielte gar nicht so eine große Rolle. Dann gibt es dessen Social-Media-Berater, gegen den Sie jetzt rechtlich vorgehen, weil er eine interessante Vorstellung von Urheberrecht hat. Dann gab es Bots, dann gab es Fakes in den sozialen Medien. Und dann gibt es in Brandenburg weniger als anderswo ein ungeklärtes Verhältnis zur Jugendorganisation. Dazu die Frage erstmal an die Bundessprecher. Wie geht man, wird es eine Social Media Strategie des Bundesvorstands geben und wird die Frage, wie man mit der jungen Alternative umgeht, bald geklärt? Zweite Frage, es gibt ja noch eine Wahl jetzt am Sonntag in Österreich. Ich weiß nicht ganz, ob Sie die FPÖ jetzt noch als Schwesterpartei bezeichnen, nachdem sie sie nicht mehr dabei haben wollte im Europaparlament. Aber dennoch auch Herr Kickl macht einen relativ aggressiven Wahlkampf, sagt, wir gegen das System, Remigration etc. liegt zurzeit vorne. Wie ist zurzeit Ihre Beziehung zu Herrn Kickl und können Sie sich von ihm auch was abschauen? Wollen Sie sich von ihm auch etwas abschauen für den Bundestagswahlkampf? Also vielleicht zu Ihrer letzten Frage zuerst. Herr Kickl hat uns gestern gratuliert, das hat er auch öffentlich getan. Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zur FPÖ. Wir wünschen der FPÖ einen fulminanten Wahlsieg am nächsten Sonntag. Auch da zeichnet sich möglicherweise ab das gleiche Szenario wie mit der AfD bei den Ostwahlen. Starkes Ergebnis für die FPÖ rund um die 30% plus. Und alle Verliererparteien vereinigen sich gegen die FPÖ. Ich glaube, dass sich auch die FPÖ langfristig durchsetzen wird mit diesem super Spitzenkandidaten Herbert Kickl. Insgesamt ist die FPÖ sehr gut aufgestellt. Und was sich in unserem europäischen Verhältnis langfristig entwickeln wird, da können Sie sich mal überraschen lassen. Ja, vielleicht noch ergänzend, Herr Sternberg, weil Sie eingangs das sagten, also Erfolge, die uns in den Schoß gefallen sind, also Erfolge fallen niemals in den Schoß. Also das halte ich wirklich für eine Binse. Jeden Erfolg, den wir eingefahren haben, den haben wir uns hart erarbeitet, auch die Misserfolge, da gebe ich Ihnen ja ein Stück weit recht. Aber nichtsdestotrotz muss man auch, und das möchte ich auch im Namen des Bundesvorstandes und als Bundessprecher sagen, haben wir die letzten 10 Jahre einen fulminanten Aufstieg als Partei hingelegt. Und das hat natürlich auch in diesen Landtagswahlen in diesem Jahr gezeigt, auch in der Europawahl. Wir haben einen Bundesvorstand, der geeint ist, der die Landtagswahlen intensiv mit unterstützt hat, dass wir wirklich als geschlossene Truppe aufgetreten sind. Dass es nicht wie in der Vergangenheit teilweise war, wie in der letzten Bundestagswahl, als wir noch einen Bundessprecher hatten, der im Prinzip die Spitzenkandidaten permanent ins Knie getreten ist, das ist eben nicht, hat eben nicht stattgefunden. Alleine das hat auch beim Wähler natürlich gezeigt, dass hier eine Professionalisierung stattgefunden hat. Und das rechnen wir uns als Bundessprecher hoch an, genauso auch als Bundesvorstand. Und das sehen natürlich auch die Wähler. Zur Jugend noch mal ganz kurz, vielleicht 2 Sätze. Man sieht, dass diese Jugend auch eins satt hat, und zwar die Ideologisierung in den Schulen, auch die Ideologisierungsversuche der Medien. Und das funktioniert nicht bei der Jugend. Und da erinnere ich mich wirklich an meine eigene Jugend in der DDR erinnert, als man das ähnlich versuchte, in den Schulen, aber auch in den Medien. Im Endeffekt passiert genau das Gegenteil. Es entsteht ein Widerstand, ein gesunder Widerstand, auch das Nachfragen, ob denn alles, was in den öffentlich-rechtlichen Medien transportiert ist, richtig ist. Ich meine, exemplarisch ist ja wirklich die Sendung gewesen im ARD, die 100, die dort aufgetreten sind, bei Herrn Zamperoni. Das war ja im Prinzip ein Sinnbild
wie man im Prinzip der AfD im Wahlkampf erleichtert. Also ich muss wirklich sagen, ich bitte darum weiter solche Formate. Das hat wirklich uns massiv genutzt, weil das erkennt mittlerweile wirklich der Dümmste, was hier versucht wird. Und das will eben auch die Jugend nicht. Und die Jugend will vor allen Dingen eins, und das ist auch, was ich spüre in dem Wahlkampf, die Suche nach Identität. Die Suche auch, was mit diesem Land in Zukunft geschehen soll. Wir reden ja perspektivisch überhaupt nicht mehr, im Übrigen in keinem Bereich, über die nächsten 15 Jahre. Wie soll denn eigentlich unser Land aussehen? Was soll eigentlich Deutschlands Rolle in Europa sein, aber auch Deutschlands Rolle in der Welt? Wir schlingern in allen Bereichen, in der Außenpolitik, in der Innenpolitik hin und her, sind völlig orientierungslos mit dieser Bundesregierung, und das merkt eine immer mehr verunsicherte Zukunft. Noch dazu sehen Sie es auch in Ihren Elternhäusern, gerade in Ostdeutschland, wie dort wirklich viele Familien mittlerweile wieder diese Existenzprobleme und Sorgen haben, die sie nach der Wiedervereinigung hatten. Jetzt sind viele Familien mittlerweile in dem Bereich, dass ihre Häuser abgezahlt wurden, dass sie im Prinzip ihre Existenz aufgebaut haben, und die sehen sie durch diese wirtschaftsfeindliche Politik, durch diese energiefeindliche Politik mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland wieder gefährdet ist. Dass immer mehr Firmen abwandern. Ich meine, schauen Sie jeden Tag in die Zeitung, was hier wirtschaftlich los ist. Und da rede ich jetzt nicht bloß von VW, sondern auch von den vielen mittelständischen Unternehmen, gesunden mittelständischen Unternehmen, die jetzt pleite gehen. Und das besorgt nicht bloß die Mittelständler an sich, sondern auch die nachfolgende Generation, diejenigen, die in Zukunft diese Firmen übernehmen soll, die Jugend, die völlig verunsichert ist. Und das ist ein großes Problem in diesem Land. Und deshalb haben auch viele Jugendliche mittlerweile die Intention, auch Wahlprogramme sich anzuschauen und auch zu schauen, was sind die Alternativprogramme. Und ich denke, das hat gut funktioniert in der Vergangenheit, und das werden wir auch in Zukunft natürlich auf allen Kanälen, das will ich ganz klar betonen, auch fortsetzen. Herr Krupalla, ich wollte noch mal... Das ist, die JA hat dieses Jahr noch einen Bundeskongress, und da wird sich auch intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das ist als allererstes auch eine Aufgabe der JA. Sie wissen, wir haben Vertreter der JA im Bundesvorstand, die das begleiten werden. Und das gilt es erstmal abzuwarten, und dann wird sich auch der Bundesvorstand nach diesem JA-Kongress damit beschäftigen. Herr Krupalla, ich wollte nochmal auf diese Empathie und Sympathie, diesen Mangel, dieses Defizit zurückkommen, was Sie vorhin andeuteten. Es zeigt sich ja immer wieder, dass Ihrer Partei so viel Kritik entgegenschlägt, weil eben Sie diese schon erwähnte negativ-aggressive Attitüde eben an den Tag legen, oder eben, ganz konkretes Beispiel, gestern wieder eben Abschiebeparty-Songs mitgrölen lassen von Ihren Anhängern. Mich würde mal interessieren, wie muss das Personal aussehen, oder wie muss sich das Personal dieser Partei verändern aus Ihrer Sicht, vom Auftreten her oder von der Zusammensetzung her, damit es, so wie Sie es andeuten, empathischer rüberkommt für die künftigen Wahlkämpfe? Welche Anforderungen stellen Sie an diese Leute? Ich würde mal einsteigen, auch wenn die Frage zunächst an Tino Krupalla gerichtet war, der dann gleich noch übernehmen wird. Also dieser Abschiebesong, der gestern gespielt wurde, war Teil der Kampagne der JA Brandenburg. Und es ist ja nicht unüblich in Parteien, dass die Jugend Grenzen austestet. Und dazu gehört das sicherlich auch. Was ich aber nie verstehen werde, ist, wie man sich über einen Song aufregen kann, während man die Forderung der Jusos, die vor einiger Zeit erhoben wurde, bis zum 9. Monat abzutreiben, einfach so dahin plätschert. Also da verstehe ich auch die Prioritätensetzung der Journalisten nicht. Dagegen ist so ein Song harmlos, und die JA hat eine großartige Arbeit im Wahlkampf geleistet. Und dann sei es ihr vergönnt, dass am Wahlkampfabend eben mal der Song gespielt wird. Das hat nichts mit Sympathie oder Empathie, fehlende Empathie, was auch immer zu tun. Wir sind empathisch, wir lieben Deutschland. Und das ist auch das, was bei unseren Wählern ankommt. Die wollen endlich, dass es sich um sie dreht und ihre Sorgen, die sie aus der Presse nicht mehr entnehmen. Und da machen wir halt den Unterschied. Vielleicht noch zwei Sätze ergänzend. Herr Steffen, natürlich ist auch Kritik, und auch wenn sie seriös ist, für uns wichtig. Wir wollen besser werden, das ist ganz klar. Aber Sie haben es darauf angesprochen, was Personal und Politik angeht. Ich meine, wir sind eine sehr basisdemokratische Partei, das wissen Sie. Und von daher hat man natürlich auch auf einige Zugriffe, was Personal angeht, nicht unbedingt den Einfluss, weil natürlich basisdemokratisch gewählt wird. Und ich will es nochmal sagen, wir sind
fast alle, die in der AfD aktuell Politik machen, sind vorher nie politisch aktiv gewesen oder sind auch keine gelernten, geschulten, gezüchteten, ich will es mal so bezeichnen, Politiker wie in den Kartellparteien. Sie sind von außen gekommen, haben sich teilweise auch in diese politische Arbeit hineingearbeitet und ja, manche sprechen eben auch vielleicht etwas deutlicher, als es vielleicht auch ein Journalist gewohnt ist. Nichtsdestotrotz, denke ich, hat sich auch bei uns eine Lernkurve gezeigt und die wird sich auch in Zukunft weiter zeigen. Was wir natürlich auch angreifen wollen, zusätzlich zu natürlich verbessertem Personal. Das ist immer eine Diskussion, die es im Übrigen in jeder Partei auch gibt. Schauen Sie sich das Personal der anderen Parteien an. Wir wollen natürlich auch auf die Frauen wesentlich mehr Wählerpotenzial akquirieren, auch die Attraktivität für Frauen steigern. Das ist auch eine Aufgabe, mit der sich der Bundesvorstand aktuell intensiv beschäftigt, auch zur nächsten Bundestagswahl. Entschuldigung, ich wollte noch ein Wort dazu sagen. Also das ist schon typischer Steffen. Ich habe eben der Frau Klaßmann widersprochen darin, dass wir eine negative Attitüde verbreiten. Ich habe gesagt, unser Wahlkampf ist getragen von Hoffnung. Das ganze Engagement der AfD können Sie nicht verstehen ohne eine tief sitzende Hoffnung. Und Sie übernehmen einfach wieder den Begriff und stellen es als Selbstverständlichkeit dar, dass wir negative Attitüde verbreiten, dass wir Angst verbreiten würden. Das ist eine mediale Umdeutung. Unser Impuls ist der der Hoffnung. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß ja nicht, Sie waren ja auch auf der einen oder anderen Wahlkampfveranstaltung auch, die Leute, die mit uns gesprochen haben, und es waren viele, die dann regelmäßig noch diese stundenlangen Fotosessionen gemacht haben, die haben uns immer wieder dafür gelobt, dass wir ihnen Hoffnung geben. Die sind ja drauf und dran, die Hoffnung zu verlieren durch die Politik, die wir seit Jahren und Jahrzehnten erleben, dass die Deutschen das Letzte sind, dass sie Steuern zahlen können, aber ansonsten immer im Streit mit Migranten, der Trottel sind, dass die Betriebe abwandern, weil sie mit Bürokratie und Vorschriften erstickt werden. Das haben die Leute satt. Die Fachkräfte gehen aus dem Land. Und wir geben denen wieder Hoffnung, sagt, bleibt im Land, wehrt euch, wir werden es wieder besser machen. Ich widerspreche Ihnen ausdrücklich darin, dass wir eine negative Stimmung verbreiten. Wir sind die Hoffnungsgeber für Deutschland. Kilian Pfeffer, ARD Hauptstadtstudio. Ich hätte noch mal eine Frage zu den Frauen, die Sie auch gerade schon angesprochen haben. Hoffnung für die Frauen, schönes Stichwort von Herrn Bernd gerade. Es haben Sie sehr viel mehr Männer als Frauen gewählt. Erstmal würde mich interessieren, Herr Springer, was ist Ihre Analyse? Oder warum finden Frauen Sie nicht so toll wie Männer? Und was ist vielleicht, Frau Weidel oder Herr Chrupalla, Ihr Plan, das zu ändern? Ja. Also wir nehmen erstmal die Zahlen zur Kenntnis und gleichen das natürlich ab mit unseren Erfahrungen im Alltag. Ich glaube, dass es durchaus den Männern im Blut liegt, zu kämpfen. Und wir befinden uns in einer schwierigen politischen Situation und wie der Kampf ausgetragen wird, das kann man nun seit 10 Jahren der Presse entnehmen. Und da muss man schon ein dickes Fell mitbringen. Und ich denke, dass genau das zu einem Selektionsmechanismus geführt hat, dass eben erstmal Männer bei uns an vorderster Front stehen. Was ich aber wahrnehme, ist, dass immer mehr Frauen nachrücken, weil die Probleme letztendlich durchschlagen, nämlich auf die Situation in der Familie, weil das Geld nicht mehr reicht, auf die Kinder, die in die Schule gehen und auf einem Schulhof von einem migrantischen Mob vermöbelt werden. Keine Mutter möchte das. Ich erwarte also, dass wir in den kommenden Jahren einen deutlichen Zuwachs auch von weiblichen Wählern bekommen und bin optimistisch und wir werden eben unseren Kurs weiter verfolgen, die zentralen Probleme anzusprechen, die am Ende auch die Frauen in unserem Land betreffen. Also ich erspare mir jetzt auf das Frauenbild von René Springer einzugehen, was ich in einem Punkt völlig anders sehe. Frauen sind genauso Kämpferinnen wie Männer. Sie stehen dem nichts nach. Und das sehen Sie im Übrigen auch, dass sich der... Ist hier noch irgendwo ein Mikro offen? Wir haben eine sehr starke Rückkopplung hier, vielleicht mal an die Technik. Dass Sie vor allen Dingen jetzt bei den Brandenburg-Wahlen nochmal einen deutlichen Zugewinn von weiblichen Wählern haben. Wir haben uns vor 14 Tagen haben wir uns eingängig im Bundesvorstand mit diesem Thema befasst. Nicht nur mit Frauen als Wählerpotenzial, sondern auch wie wir Frauen innerhalb der AfD fördern können.
Und dort spreche ich explizit nicht von einer Frauenquote, denn Frauenquoten sind diskriminierend und sie diskriminieren immer die Männer, die gleich qualifiziert sind. Sondern es geht darum, wie bauen wir innerhalb der Alternative für Deutschland eine Förderungsstruktur für Frauen in Führungspositionen auf. Und das ist etwas, das ist ein Ansatz, der einmalig in der deutschen Parteienlandschaft ist. Man kennt diese Ansätze eines Mentoring-Programms aus Großkonzernen. Wir werden das jetzt, und das ist auch bereits Beschlussfassung, innerhalb der Alternative für Deutschland angehen, dass wir ein dezidiertes Förderungsprogramm in Kraft setzen. Eben einmalig, keine andere Partei hat das. Und dementsprechend wollen wir das volle Entwicklungspotenzial auch von Frauen nutzen, innerhalb unserer Partei, aber auch für Frauen als Wählergruppe. Die wichtige Frage für Frauen ist die Vereinbarkeit von Beruf, also von Karriere und Familie. Und diese Frage muss von der Politik, nicht nur von der Alternative für Deutschland, sondern auch von allen anderen Parteien beantwortet werden. Sie haben Frauen, die arbeiten wollen, und Sie haben Frauen, die arbeiten müssen, Alleinerziehende beispielsweise. Und dort müssen Sie die Vereinbarkeit beantworten können. Wir werden das programmatisch innerhalb unserer Bundesprogrammkommission intensiv behandeln, sodass wir dort zu guten Ergebnissen kommen können für unser Bundestagswahlprogramm. Wir haben festgestellt, dass wir hier nachschärfen wollen, um auch genau diese wichtige Frage beantworten zu können. Und dort können Sie sich dann auch positiv überraschen lassen, wenn es dann auf dem Bundesparteitag Ende März dann zugeht, 2025. Dimitri Blinski von RTL und NTV. Herr Springer hat es gerade schon gesagt, der Song Hey, das geht ab, wir schieben Sie jetzt alle ab, da hat die Jugend Grenzen ausgetestet. Mich würde von Ihnen, Herr Kopalla und Frau Weidel, interessieren, ist das noch innerhalb der Grenzen oder werden Sie da jetzt ein ernstes Wort mit der jungen Alternative sprechen? Die Polizei hat ja auch gesagt, man wird das jetzt untersuchen. Ja, also ich sehe den Untersuchungen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, relativ gelassen entgegen. Nochmal, ich meine, Herr Springer hat es ja richtigerweise gesagt, wir reden hier über die Jugend. Auch die hat ein sehr tollen Wahlkampf hier in Brandenburg mitgeleistet, auch im Übrigen in den anderen Landtagswahlkämpfen, und auch sie hatten Recht, ausgelassen zu feiern. Ja, und ich meine, es wurde ja erst schon gesagt, sie haben ein Lied gesungen, was in keinster Weise in irgendeiner Art verboten ist oder was auf irgendein Index steht. Jetzt wird hier schon gemeint, und das meine ich auch schon wieder mit der gewissen Manipulation. Ich würde sagen, die haben es gesungen. Einige hier haben heute schon gemeint, es wurde gegrölt. Und das ist schon der Unterschied in der Wahrnehmung. Nochmal, es ist die Jugend, die auch beteiligt war, die auch gestern bei der Wahlfeier mit dabei war. Und ich sehe da aktuell zumindest nichts Anstößiges. Zwei Fragen. Eine gezielt an Frau Weidel vielleicht mit Blick auf die Aussage von Herrn Springer eben. Das Kämpfen liegt Frauen nicht im Blut. Wie sehr tragen solche Aussagen auch dazu bei, dass die AfD unattraktiver ist? Ist jetzt eine Aussage, die hier auf einer Pressekonferenz getroffen wird, nach so einer Wahl, extrem prominent von einem Landesvorsitzenden. Ist das nicht gerade jetzt dann auch ein Schlag ins Gesicht aller Parteifunktionärinnen, die auch in Brandenburg viel gearbeitet haben? Stichwort JA, Anna Leisten zum Beispiel. Und zweitens, weil Sie die Programmkommission erwähnt haben, das geht ja dann wahrscheinlich aber auch weg vom internen, vom Förderprogramm innerhalb der Partei. Also wie will man da auch nochmal weibliche Wähler im Wahlkampf adressieren, nicht nur die Funktionärinnen? Also zunächst zu Ihrer Eingangsfrage,
Herr Springer kann ja seine Meinung haben, die hat er geäußert. Ich habe eine andere Meinung und das wird bei uns völlig ergebnisoffen in der Partei diskutiert. Das wird auch in sämtlichen Gremien diskutiert. Das zum einen. Zum anderen ist nochmal, ich wiederhole mich gerne, für weibliche Wähler muss die Politik die Frage beantworten, wie ist die Familie und die Karriere vereinbar? Es gibt Frauen, die arbeiten wollen. Ich glaube, jeder möchte gerne arbeiten. Ja, also in der Bedürfnispyramide steht die Selbstverwirklichung ganz oben. Und jeder Mensch, nicht nur Frauen, wir alle wollen uns verwirklichen. Und darum wollen Frauen auch arbeiten. Und manche, das habe ich gerade betont, müssen auch arbeiten, Alleinerziehende beispielsweise. Und wir wollen, und das glaube ich persönlich, wir müssen die Frage beantworten, wie ist hier eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie machbar? Das ist mit Blick auf das Wählerpotenzial. Noch einmal mit Blick auf die internen Vorgänge setzen wir in der deutschen Parteienlandschaft einmaliges Mentorenprogramm auf für Frauen in Führungspositionen. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass es das eigentlich nur in Konzernen gibt und nicht in Parteien. Und wir glauben, dass das wichtig ist, dort Programme aufzusetzen, um auch Frauen in Führungspositionen innerhalb unserer Parteien besser einzubinden, langfristig und strategisch zu entwickeln, ohne so eine diskriminierende Frauenquote einzuführen, wie es alle anderen Parteien machen. Ja, guten Tag, Martin Debes vom Stern, hier hinten. Es geht mir nochmal um die Sperrminorität. Herr Springer, Herr Berndt, wie plant die AfD in der Landtagsarbeit, diesen Hebel einzusetzen? Es ist ja auch vorstellbar, dass man sagt, wir stimmen der Verfassungsänderung zu, wenn ihr Gesetzesvorschlägen, Anträgen von uns zustimmt. Das heißt, dass man sogenannte Kuppelgeschäfte macht. Ist das für Sie vorstellbar? Und wenn ja, was wäre da geplant? Geplant ist da erstmal gar nichts. Das hängt davon ab, welche Anträge vorkommen. Das kann man ja nur im Einzelfall beantworten, konkret. Ich sagte Ihnen ja, wir sind im Grundsatz sehr strikt, haben Sie ja mitbekommen. Aber jetzt in der alltäglichen Arbeit sind wir überhaupt nicht dogmatisch, sehr flexibel. Ich rede mit allen. Wir würden auch Anträgen von den Grünen, die ja nun leider nicht mehr im Landtag sind, zustimmen, wenn die Anträge gut sind. Wir würden auch Anträgen auf Verfassungsänderungen zustimmen, wenn die sinnvoll sind, wenn die richtig sind. Wir würden das koppeln oder nicht koppeln. Da sind wir komplett flexibel. Wir sind überhaupt nicht dogmatisch. Uns geht es darum, Tag für Tag das Leben in Deutschland wieder besser zu machen. Und da kennen wir keine Schranken und keine Brandmauern. Und wie das dann aussieht mit der erforderlichen Sperrminorität, das hängt vom Einzelfall ab. Also kann ich Ihnen jetzt abstrakt nicht sagen, außer wir sind gesprächsbereit, verhandlungsbereit. Vorstellen kann ich mir alles Mögliche. Eine letzte Frage. Ich wollte noch einmal zurückkommen auf die negativen Botschaften. Ich meinte damit was ganz anderes. Ich meinte damit nicht, ob Sie jetzt melancholisch rüberkommen oder fröhlich, sondern ich wollte sagen, es gibt natürlich auch, sage ich mal, negative Botschaften, wie die anderen sind Deutschlandhasser oder was Sie da gesagt haben, und eben eigene Konzepte, eigene Ideen, eigene Vorstellungen davon, was besser werden soll, jenseits der Kritik. Weil Herr Chrupalla sagte, wir sind natürlich als Opposition in der Rolle, dass wir kritisieren. Aber eine Partei, die es schon seit mehr als 10 Jahren gibt, sollte ja vielleicht auch mit eigenen Konzepten punkten können. Glauben Sie, dass Sie da noch nachschärfen müssen? Und Frau Weidel, Sie sagten ja, wir wollen Kurs halten für die Bundestagswahl. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie das insbesondere sehen. Gut, also wir haben in unserem 10-Punkte-Predigt im Wahlkampf immer wieder
Kritik geäußert, aber auch gesagt, was wir ändern wollen, was wir besser machen wollen. Ich kann Ihnen gerne noch mal 3-4 Punkte sagen, dass Sie eine Vorstellung haben, wie wir glauben, dass es wirklich besser wird durch unsere Arbeit. Also keine Regenbogenfahnen mehr, sondern Schwarz-Rot-Gold wird die Stimmung im Land sofort verbessern. Wir haben ganz konkrete Vorschläge zur Bildung, sehr viele Vorschläge, sehr detaillierte Vorschläge. Brandenburg ist das Land, das mit Bremen und mit Berlin um den letzten Platz in der Bildung wetteifert. Das muss sich ändern. Dafür haben wir sehr viele Vorschläge von dem Entzug von Digitalgeräten in Grundschulklassen über veränderte Lehrtafel bis zu Frontalunterricht und Kopfnoten und so weiter und so fort, sehr detailliert. Wir haben sehr konkrete Vorschläge für die Energiepolitik, dass zum Beispiel kein Windrad mehr in Brandenburger Wäldern gebaut wird. Das könnte man ganz leicht über das Landesinstitut regeln und über das Windanlagenabstandsgesetz unter das Windkraftanlagenabgabegesetz. Wir haben sehr konkrete Vorstellungen, wie das frei gewordene Geld, das wir gewinnen, indem wir keine linksextremistischen Vereine mehr finanzieren, gut einsetzen können, um die Infrastruktur zu verbessern, um die Gesundheitsversorgung auf dem Land zu verbessern und die Kommunen grundsätzlich besser auszustatten. Da haben wir sehr konkrete Vorschläge, die haben wir in der Vergangenheit in den Landtag eingebracht, die haben wir im Wahlprogramm und die werden wir jetzt in den nächsten Jahren immer wieder in den Landtag bringen. Nach vorne gerichtet gibt uns der Erfolg recht. Die AfD ist auf Erfolgsspur. Das konnte man ganz klar bei den letzten 3 Wahlen sehen. Wir sind die einzige Partei, die sich konstant verbessern konnte. Und dementsprechend heißt es für uns, für die Bundestagswahl Kurs zu halten. Die anderen Parteien haben lediglich gepunktet, weil sie die AfD-Programmatik teilweise übernommen haben. Aus meiner Sicht ist das ganz klarer Wählerbetrug, weil sie auch sehen, dass diese Parteien, die in den Länderregierungen vertreten sind, also in der Bundesregierung, überhaupt gar nicht den politischen Willen zur Umsetzung haben. Das wird sich auch zeigen in den nächsten Monaten bis zur Bundestagswahl. Und ich glaube, auf dem Weg dahin werden die Karten noch mal komplett neu gemischt. Vielen Dank. Dann schließe ich die Pressekonferenz. Kommen Sie gut nach Hause. Herr Höcke, wie viel Hoffnung macht Ihnen das Ergebnis des heutigen Abends? Erstmal ist das der Abschluss eines großartigen Wahlkampfs, den Christoph Berndt und seine Mannschaft hier auf die Straße und auf die Plätze der Mark Brandenburg gebracht haben. Ich war selbst dabei, so viel Leidenschaft erlebt man selten und ich bin stolz darauf, dass wir jetzt hier um den ersten Platz kämpfen. Ja, es sieht im Augenblick so aus, dass wir knapp Zweiter werden könnten. Das ist keine Niederlage, sondern das ist ein weiterer Sieg. Wenn man das Ganze mal in ein Medaillenranking einbettet und mal die Ostwahlen als Ganzes in den Blick nimmt, dann weiß man, wir hätten eine Goldmedaille und wir hätten 2 Silbermedaillen. Damit wären wir ganz weit vorne. Wir sind die Volkspartei des Ostens und gerade weil wir bei der Jugend so beliebt sind und bei der mittleren Alterskohorte, sind wir als gestaltende Kraft der Zukunft auch nicht mehr aufzuhalten. Deswegen ist es toll, was wir heute erreicht haben, auch wenn alle anderen sich nochmal, dadurch, dass sie sich zusammengeschlossen haben und viele auch taktisch gewählt haben, den Sieg des AfD-Kandidaten oder der AfD verhindert haben, so ist es doch ein großartiges Ergebnis. Das taktische Wählen, ist das der Grund, den Sie sehen, in der Tatsache, dass die Prognosen die AfD ja auf Platz 1 zunächst sahen und sie jetzt doch eher auf Platz 2 verorten, laut den Hochrechnungen? Ja, das sind sicherlich verschiedene Ursachen, die man jetzt benennen könnte, aber das ist sicherlich eine Ursache. Also ich habe jetzt noch nicht den Überblick im Detail, wie die anderen Parteien abgeschnitten haben, aber ich sehe einen starken Verlust bei der CDU. Die CDU ist schon seit vielen Jahren jetzt als merkelistische Partei wirklich keine konservative Partei mehr, hatte schon vor 5 Jahren ein Wählerklientel, das eher nicht unbedingt mit der AfD sympathisiert und wird vielleicht jetzt auch stellenweise gedacht haben, um die AfD als stärkste Kraft zu verhindern, geben wir der SPD unsere Stimme, in Anführungszeichen, als kleineres Übel aus deren Sicht gesehen, ist sicherlich eine Erklärung. Des Weiteren ist in den letzten Wochen auch noch mal ganz viel Geld in die Hand genommen worden durch die steuerfinanzierte Zivilgesellschaft, die ja als bunte Zivilgesellschaft ein Altparteienvorfeld ist, durch NGOs, die, wie ja mittlerweile auch belegt werden konnte, aus dem Ausland finanziert worden sind, die massiv, wie auch in Thüringen, in den Wahlkampf eingedrungen sind, den Wahlkampf mit manipuliert haben, die Volkssouveränität unterwandert haben. Und auch da können der AfD dann durch diese Angstmacherei, durch diese Hysterisierung vielleicht nochmal 1-2% geklaut worden sein, die dann am Ende zum Sieg gefehlt haben. Trotzdem scheint das ja bei den Wählern nicht mehr so negativ zu verfangen. Also sowohl dieses Etikett gesichert rechtsextrem zu sein, als auch die zahlreichen Kampagnen, die es jetzt im Vorfeld gab, Haltung statt Hetze und so weiter, haben ja jetzt nicht zu einem deutlich schlechteren Abschneiden geführt. Glauben Sie, dass die Leute abgestumpft sind in dem Sinne, dass ihnen die Angstmache durch die Medien, durch die Altparteien keine Sorge mehr bereiten, ihr Wahlkreuz bei der AfD zu machen?
Ja, ich glaube, in der Betriebswirtschaft spricht man von Grenznutzen und wir sind praktisch in diesem Grenznutzensbereich mittlerweile drin. Das heißt, das Establishment, das politmediale Establishment dieser Republik muss immer mehr Geld, immer mehr Energie aufwenden, um immer weniger Widerstand gegen die AfD generieren zu können. Immer mehr Bürger erkennen, wie ihnen dieses Land verloren geht, wie ihnen der Wohlstand verloren geht, wie unsere Identität verloren geht, wie ihre Zukunft verloren geht. Vor allem die Jugend spürt, dass ihnen ihre Zukunft geraubt wird in Deutschland durch das Kartellparteiensystem, das ja inhaltlich völlig gleichgeschaltet ist. Die Lage wird immer schlechter, immer mehr Menschen öffnen die Augen, gehen mit offenen Augen durch dieses Land und erkennen, dass es kein Weiter-so geben kann. Und wer kein Weiter-so will, wer eine Veränderung will, weil er weiß, es braucht eine Veränderung in Deutschland, der hat nur eine Option und das ist AfD. Und deswegen gehört uns nicht nur mit Blick auf die Alterskohorten, die wir gewonnen haben, die jungen Alterskohorten, die Älteren haben wir nicht gewonnen, die Zukunft, sondern auch, weil die Probleme halten, die die Kartellparteien aufgetürmt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, nicht weniger hoch werden in den nächsten Jahren. Die Problemverursacher können niemals die Problemlöser werden. Die Problemhallen werden höher werden, werden erdrückend werden und die Menschen werden aufwachen. Die Jungwähler sind ja für viele ganz unerwartet zu einer der wichtigsten Zielgruppen geworden. Christoph Berndt sagte aber auch, dass er von Unternehmerseite viel Zuspruch erfahren hat. Können Sie das aus Thüringen auch sagen? Ja. Also klar, wir haben in Thüringen auch bei den U35 meines Wissens ein Wahlergebnis von 38%. Das ist natürlich sensationell hoch. Wir haben unheimlich gute Kontakte in den Mittelstand. Also unser Landesverband ist auch sehr mittelständisch geprägt. Wir haben viele kleine und mittelständische Unternehmer, vor allen Dingen Handwerksbetriebe mit 10, 20 Mitarbeitern in der Größenordnung, die natürlich gegen die Drangsale der Altparteienpolitik, der Kartellparteienpolitik kämpfen, die ständig neuen Übergriffen des Staates ausgesetzt sind, einer Überbürokratisierung ausgeliefert sind, die unter den exorbitanten Energiepreisen ächzen, die die Teuerung am eigenen Leibe spüren, die ihre Mitarbeiter nicht mehr halten können und so weiter, die Bildungskatastrophe am eigenen Leib ausbaden müssen, weil ihre Auszubildenden völlig unbeleckt in die Ausbildung reinkommen und nicht ausbildungsfähig sind. Das heißt, diese Menschen, die jeden Tag aufstehen, die ein kleines Unternehmen oder ein mittleres Unternehmen haben und die auch ortsgebunden sind, die eben keine globale Orientierung haben, sondern die auch in diesem Sinne patriotisch da unterwegs sind, weil sie als Unternehmer Verantwortung für ihre Mitarbeiter, für ihren Ort übernehmen, die setzen ihre Hoffnung auf die AfD. Was glauben Sie, wie lange sich die Brandmauer gegen den Realitätsdruck, den viele Menschen im Land ja spüren, der insbesondere durch die Massenmigration ausgelöst worden ist und weiterhin wird, noch aufrechterhalten lässt? Was glauben Sie? Also die Brandmauer ist ja ein Konstrukt, das in einer Demokratie gar nicht geben dürfte. Also wer Brandmauern in einer Demokratie errichtet, ist kein Demokrat. Weil Demokratie bedeutet eben auch Partizipation, auch von starken Minderheiten, vor allen Dingen auch parlamentarische Abbildung. Daran leidet ja unsere parlamentarische Demokratie auch. Die AfD wird ja auch in den Parlamenten systematisch ausgegrenzt und blockiert. Wir haben gerade in Thüringen jetzt schon wieder die Diskussion vor der Konstituierung des Landtages bezüglich der klaren Aussage der Geschäftsordnung, dass der stärksten Kraft natürlich der Landtagspräsident zusteht. Auch daran wird schon wieder rumgemäkelt und man versucht, das zu verhindern. Wohl mit Unterstützung von Sarah Wagenknecht? Mit Unterstützung von Sarah Wagenknecht. Also das BSW ist ja auch für mich keine Enttäuschung, weil ich wusste, was das BSW ist, nämlich eine Scheinopposition im Kartell und keine Opposition zum Kartell. Aber ich denke, dass die Brandmauer jetzt schon erodiert. Wir haben auch in der CDU in Thüringen spannende Diskussionen intern. Ja, also es gibt einen großen Widerstand gegen jedwede Koalition mit dem BSW oder mit den Linken. Beide werden zu Recht als altlinke Formationen eingeordnet und die noch konservativeren in der CDU in Thüringen, die wissen, wenn das geschieht, dann verliert die CDU die letzten ihrer tragenden Werte und wird dann vollständig, hundertprozentig der Beliebigkeit anheimfallen. Das würde dann auch das Ende der CDU bedeuten. Ist es nicht auch so, dass in der CDU, in den Ost-CDU-Verbänden, sich eher eine Mehrheit der Mitglieder für das Einreißen der Brandmauer zur AfD ausspricht? Absolut, das sind auch einschlägige Umfragen, die da erhoben worden sind, die genau das zum Ausdruck bringen. Also ich glaube, es sind sogar 68% der CDU-Mitglieder im Osten, die sagen, diese Brandmauer muss weg, wir wollen eine Kooperation mit der AfD. Das Problem ist, dass die CDU mittlerweile eine sehr oligarchisierte Partei ist, eine gekaderte Partei ist. Auf allen Ebenen gibt es nur noch Delegiertenparteitage. Erinnern Sie sich bitte an die großen Bundesparteitage der CDU und der Vorsitzende von Angela Merkel, wo für belanglose Phrasen geschwängerte Reden 10 Minuten Standing Ovations gespendet wurden. Also so
charakterlich degeneriert, man muss das ja deutlich sagen, ist die CDU leider. Das heißt, es gibt eine kleine Funktionärsebene, die letztlich im Geist des Merkelismus unterwegs ist, denen es vor allen Dingen um den eigenen Machterhalt geht oder den Machterwerb geht, den die egoistischen Interessen geht und deren Durchsetzung, aber die mit Volk und Vaterland und Basisdemokratie nichts mehr am Hut haben. Deswegen wäre mein Wunsch, und ich habe das schon in den letzten Wochen und Monaten öfter mal in den öffentlichen Raum gestellt, dass die CDU-Basis vielleicht doch nochmal rebelliert, auch wenn die Strukturen erstarrt sind und den Großkopferten da oben mal richtig Dampf machen. Ja. Wie geht es jetzt in Thüringen weiter? Was ist Ihre aktuelle Einschätzung der Situation? Ja, wir haben am Donnerstag die Konstituierung des Landtages. Es wird sicherlich Versuche geben, unseren Landtagspräsidenten zu verhindern, aber wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Sitzung. Wir haben grundlegend analysiert und haben verschiedene Optionen, die wir spielen werden, um dem Geist der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages und dem Geist der Thüringer Landesverfassung gerecht zu werden. Und dieser Geist fordert eindeutig, dass die mit Abstand stärkste Kraft in Thüringen den Landtagspräsidenten stellen muss. Und das ist auch der Wille des Thüringer Volkes. Letzte Frage. Sehen Sie aus dem heutigen Wahlergebnis Implikationen für die Bundesebene? Wird es da zu Änderungen kommen? Was meinen Sie? Naja, wenn die SPD jetzt wirklich die Nase vorn behalten sollte, ich meine, Woltke hat ja hochgepokert, indem er sein persönliches politisches Schicksal mit diesen Wahlen, mit dem ersten Platz verbunden hat. Das hat ihm sicherlich dann auch noch die Prozente gebracht, die er vielleicht heute dann wirklich einfahren wird. Und er hat jetzt keinen Grund mehr zu sagen, ich muss jetzt leider zurücktreten und die Segel streichen. Er ist dann praktisch, fühlt sich bestätigt, auch wenn er sich nur ganz knapp bestätigt fühlen darf. Insofern wird man das jetzt in den Quasselrunden, ich muss mich mal so ausdrücken, bei SPD, bei ZDF und bei ARD von SPD-Seite als Sieg einordnen und wird das letztlich dann als Aufforderung zum Weitermachen interpretieren, dass die Menschen mit der Ampel grundsätzlich fertig sind und dass die immer mehr Menschen, vor allem die SPD als Volkspartei des Ostens verabschiedet haben, wird da keine Rolle spielen. Das ist sicherlich ein Tag, wo die SPD nochmal durchatmen kann, heute in Brandenburg, weil man einen Erbhof gehalten hat. Aber das langsame Sterben dieser großen alten Volkspartei geht weiter. Herr Woltke, was sagen Sie zur Finanzierung durch Kompakt? Das ist ausländische Einfluss. Die sind ausländische Einfluss. Warum? Gericht. Nein. Passt schon. Entschuldigung, mein Name ist Paul Klemm von Kompakt TV. Hallo. Zwei Fragen. Von Kompakt? Nee, das machen wir. Das machen wir. Ja? Haben Sie Angst? Ja. Okay. Herr Braun, eine Frage. Kompakt TV sind wir. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich sehe, Sie freuen sich über das Wahlergebnis. Ich halte es heute für einen traurigen Tag für die Demokratie. Ja. Schadet Ihnen da die Ampelkoalition? Nee, das schadet uns nicht. Alles Gute Ihnen. Frau Wertz, Sie sind ja Landesvorsitzende der Werteunion in Brandenburg. Wie ist denn für Sie der Wahlabend ausgefallen? Ach, der Wahlabend, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja gehofft, dass wir ein paar Stimmen mehr einfangen als die Kollegen vor 3 Wochen in Sachsen und in Thüringen. Nicht, dass ich es den Kollegen nicht gegönnt hätte, aber das ist so ein sportlicher Ehrgeiz, dass man sagt, wir haben so ein bisschen mehr Zeit und vielleicht holen wir da ja ein bisschen mehr raus. So wie ich das jetzt in den Umfragen und in den Zahlen gesehen habe, dümpeln wir irgendwo bei 0,2 rum. Also das ist nicht wirklich doll. Gemessen daran, dass es den Landesverband Brandenburg erst seit 4 Monaten und 10 Tagen gibt, würde ich sagen, große Sprünge bei einer so kurzen Zeit kann man nicht erwarten. Man hätte mehr gehofft, oder also ich persönlich hätte mir mehr gehofft. Beim Sammeln schon der Unterstützerunterschriften und natürlich beim Wahlkampf wurde aber eins ganz, ganz klar. Die Menschen kennen die Werteunion nicht. Die Menschen, die sich dann mit der Werteunion, mit unseren Inhalten und mit unserem Wahlprogramm beschäftigt haben, die haben alle gesagt, wow, finden wir gut, finden wir wichtig. Dieses Angebot einer liberal-konservativen Partei, das gab es nicht. Schön, wenn es das jetzt wieder gibt. Früher hat es ja mal die CDU bedient, aber wer kann sich daran noch erinnern, nach 3 Jahren Ampel und 16 Jahre Merkel. Also eine ehemals konservative CDU, ja, die müssen sie suchen und die können sie jetzt finden, und zwar in der Werteunion.
Aber könnte vielleicht eine Rolle spielen, dass sich die Werteunion jetzt von der AfD so distanziert hat und eine Koalition ausgeschlossen hat, dass die Leute das nicht gutieren? Das stimmt nicht. Also das geistert so rum, keine Ahnung, wer dieses Gerücht streut. Wir sind nämlich die Einzigen, die gesagt haben, wir kennen keine Brandmauern, weil eine Brandmauer undemokratisch ist. Also es bezieht sich ja darauf, dass ja Maaßen gesagt hat, sein Wunschpartner für eine Koalition wäre die CDU und nicht die AfD, weil er sieht da rechtsextremistische Tendenzen. Und das wurde halt als Distanzierung gewertet, ist es in meinen Augen auch. So wie Sie es darstellen, ist es das. Und da fiel auch noch, also so Sie dieses Zitat meinen, dieses unsägliche Wort mit Premium-Partner CDU. Aber nochmal, diese Äußerung war aus dem Kontext gerissen. Man hat sich aus dem Werteunion-Verein, der ja 2017, 2018 gegründet wurde, eigentlich als konservative Kraft, die auf wo der Verein mit konservativen Kräften und Ideen auf die Partei einwirken wollte und dann gemerkt hat, wir werden gar nicht mehr gehört, man möchte auch unsere Ideen nicht. Das führte ja dazu, dass genau aus diesem konservativen Vereinspool der Wunsch stark wurde, dann brauchen wir eine Partei. Wenn die CDU uns nicht mehr will, unsere konservativen Ideen, ja, auf dem Markt können wir nur als Partei agieren und nicht als Verein. Und so ist es ja dann zur Werteunion Partei zur Gründung gekommen. Und natürlich spaltet man sich nicht ab, um dann sozusagen zurück ins Bett zu hüpfen. Das ist ja albern. Ja. Das heißt, Sie wären offen für eine AfD-Koalition? Bei Sachpolitik immer. Man sollte sich in der Sache unterhalten und nicht irgendwelche Brandmauern ziehen, die ich sowieso nur für ein antidemokratisches, theoretisches Konstrukt halte. Politiker haben miteinander zu sprechen. Und wenn irgendjemand von den Grünen einen sinnvollen Antrag einbringen würde, dann sollte man einem sinnvollen Antrag, wenn es einen solchen geben sollte, auch zustimmen, selbst wenn er von den Grünen ist. Das war sehr interessant. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Herr Kropala, die dritte Landtagswahl ist das jetzt gewesen, bei der die AfD entweder stärkste oder zweitstärkste Kraft geworden ist. Wie zufrieden sind Sie mit dem vorläufigen Endergebnis? Ja, insgesamt muss man sagen, war das ein sehr erfolgreiches Jahr für die AfD. Bei den drei Landtagswahlen, Europawahlen nicht zu vergessen, wo wir auch stark zugelegt haben. Wir haben auch hier in Brandenburg stark zugelegt, wenngleich wir natürlich hier gerne heute gewonnen hätten und Herrn Woidke in Rente geschickt hätten. Warum hat das eigentlich nicht geklappt? Die Prognosen sahen die AfD doch jetzt wirklich einige Zeit auf Platz 1. Ja, man sieht am Endeffekt, dass die Einheitsparteien hier geschlossen Wahlkampf gegen die AfD gemacht haben, nur um die AfD zu verhindern. Die CDU hat sich im Prinzip hier in Brandenburg aufgegeben und hat zur Wahl von Herrn Woidke aufgerufen. Das hat sicherlich den Ausschlag gegeben, aber daran sehen auch die Bürger, dass es in Zukunft nur noch darum geht, die AfD zu verhindern für die Altparteien und wir im Prinzip diejenigen sind, die als einzige alternative Politik überhaupt noch anbieten. Mhm. Wann wird denn Herr Woidke dann von Ihnen in Rente geschickt, muss man jetzt fragen? Nun gut, jetzt werden wir erstmal sehen, was die nächsten Wochen und Monate passiert. Wir werden trotzdem weiter konstruktive Politik auch im Landtag hier in Brandenburg machen. Unsere Hand bleibt ausgestreckt. Auch wir werden Anträge stellen und wir fordern alle anderen Parteien auf, zum Wohle Brandenburgs, zum Wohle Deutschlands mit uns Politik zu machen. Denn jetzt ist der Wahlkampf vorbei. Jetzt geht es darum, die Probleme in Deutschland anzupacken. Haben Sie denn da das Vertrauen, dass es so ein bisschen gesunden Menschenverstand auf der anderen Seite gibt? Sarah Wagenknecht hat sich ja jetzt schon geoutet als Vorreiterin darin, sogenannten Brombeer-Koalitionen das Silbertablett auszustrecken. Glauben Sie, dass die reelle Chance besteht, dass die AfD auch sich praktisch noch stärker in Richtung Koalitionsfähigkeit auf kurze Dauer entwickeln kann? Es geht ja erstmal darum, dass wir im Prinzip wichtige Politikfelder, Energiesicherheit, Inflation, aber natürlich auch die Migrantenproblematik, die in Deutschland natürlich ein großes Problem ist, dass wir das erstmal beheben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man das nur gemeinsam beheben kann, wenn man wirklich auch den Willen hat. Wir haben den Willen, wir haben Vorschläge unterbreitet, die mittlerweile schon seit Jahren bekannt sind, teilweise seit 2015. Jetzt wird man sehen, wie glaubwürdig die Politik der anderen Parteien war, die uns ja teilweise jetzt auch im Landtagswahlkampf mit unseren Themen und Inhalten überholt haben, ob sie wirklich dieses auch umsetzen wollen, damit es endlich auch hier eine Migrationswende in Deutschland gibt, damit wir auch wirklich die Probleme in Deutschland, die wir in allen Bereichen haben, im Gesundheitswesen, in der Bildung, in der Infrastruktur, dass wir die endlich anpacken. Denn am Ende muss es doch darum gehen, für alle Parteien, dass es diesem Land besser geht, dass es den Menschen besser geht. Hier in Brandenburg wurde ja argumentiert, dass die Wirtschaftszahlen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ganz gut seien. Jedoch ist es ja so, dass viele Menschen auch hierzulande starke Zukunftsangst haben, Angst vor Jobverlust und Angst vor der Erosion ihrer Lebensumstände. Welche Hoffnung können Sie den Bürgern, den Wählern diesbezüglich machen?
Ja, wir haben natürlich die gleichen Probleme in Brandenburg wie natürlich auch in anderen Bundesländern, das ist keine Frage. Welche Hoffnung ich machen kann, dass wir als AfD die Vorschläge geben werden, wie wir es ja in der Vergangenheit auch, was die Migration angeht, aber was auch die wirtschaftlichen Dinge angeht. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland muss beendet werden. Auch hier muss es endlich wieder zu Diplomatie und Friedensverhandlungen kommen. Das muss von Landesebene genauso gefordert werden, wie natürlich hauptsächlich von Bundesebene. Das sind alles Dinge, die zur Gesundung unseres Landes beitragen. Und wenn sich die anderen Parteien ein Stück weit zumindest an diesen Forderungen auch orientieren und auch diese umsetzen, wie gesagt, dann wird es auch diesem Land besser gehen. Und ich denke, dann hat auch die AfD ihren Teil getan. Und auch diese Vorschläge sollten nicht einfach ohne Grund zurückgewiesen werden. Mhm. Jedenfalls scheinen diese drei Landtagswahlen jetzt auch auf Bundesebene zu einem positiven Schub geführt zu haben. Lässt Sie das auch noch mal zusätzlich hoffen? Jeder Fünfte, aktuell 20%, würden die AfD wählen? Genau, aktuell sehen wir es ja, dass wir auch im Bund wieder klar zweitstärkste Kraft sind. Wir wollen natürlich auch dort noch zulegen. Das gibt Motivation für nächstes Jahr für die Bundestagswahl, damit auch dort auf Bundesebene eben keine Politik ohne die AfD gemacht werden kann. Und wir wollen natürlich auch versuchen, dass solche Parteien wie die Grünen, ja, ich würde mir wünschen, wenn die auch aus dem Bundestag fielen würden. Die FDP ist mittlerweile nur noch der Schatten ihrer selbst, ja, weil sie auch keine Politik mehr im Interesse Deutschlands macht, im Interesse ihrer Bürger, des Mittelstands, des Handwerks. Daran sieht man, wer die Interessen verrät, der wird vom Wähler auch abgestraft. Vielen Dank. Frau Weidel, die dritte Landtagswahl in Folge, wo Sie vermutlich jubeln werden. Was machen Sie jetzt für Brandenburg mit diesem Ergebnis? Ja, erstmal feiern wir das Spitzenergebnis. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir als Sieger hervorgehen werden, egal ob wir jetzt erst oder zweitplatziert sind. Das war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer sehr starken Polarisierung. Es wurde eine Kampagne auch gefahren. Alle stimmen auf Woidke. Das sehen Sie ja auch. Die CDU mit einem historisch schlechten Ergebnis. Dort sind Stimmen auf die SPD gesprungen, auch von den Grünen. Und ja, es gibt anscheinend in Brandenburg zwei Parteien, die AfD und alle anderen. Und was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger davon, dass sie jetzt die Stimme hier abgegeben haben? Also welche Rolle wird die Opposition hier denn spielen? Wir bereiten uns auf die Regierungsbeteiligung vor. Darum gehen wir sehr zuversichtlich auch in die Bundestagswahl, weil die Wähler erkennen werden, dass nur die Alternative für Deutschland umsetzen wird. Die anderen versprechen nur, machen mit AfD-Positionen sehr gerne Wahlkampf, aber der politische Wille der Umsetzung fehlt komplett. Und das werden die Menschen in Deutschland sehr schnell erkennen. Das habe ich nicht verstanden. Sie bereiten sich auf die Regierungsbeteiligung vor in Brandenburg oder im Bund? Nein, im Bund. Auch wenn es im nächsten Jahr nicht der Fall sein wird, aller Voraussicht nach, aber dann vielleicht im Jahr 2029. Die AfD ist angetreten, um Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und Sie haben ja auch in Sachsen, Thüringen, jetzt auch in Brandenburg gesehen, dass wir einen ganz klaren Regierungsauftrag haben. Wir sind Wahlsieger in allen drei Landesverbänden. Und das gibt auch einen ganz klaren Regierungsauftrag von Seiten der Wähler. Und diesen Regierungsauftrag, der lässt sich nicht auf Dauer durch undemokratische Brandmauern ignorieren. Jetzt ist, lebt Demokratie ja davon, dass dann in den meisten Fällen zumindest mehrere Parteien sich zusammenfinden. Will denn die AfD tatsächlich anschlussbereit sein in Richtung andere Parteien? Also wollen Sie da vielleicht auch auf Ihr Wahlprogramm schauen und was verändern, damit andere Parteien mit Ihnen reden wollen? Also wir sagen umgekehrt als Demokraten, dass man mit jedem reden muss, weil das ist ihr Auftrag, ihr Wählerauftrag. Politik lebt davon, dass man Kompromisse schließen muss. Und dementsprechend muss man mit jedem reden. Und die AfD stimmt ja beispielsweise auch in den Landtag für vernünftige Anträge der anderen Parteien. Während andere Parteien grundsätzlich gegen unsere Anträge stimmen, stimmen wir selektiv zu, wenn wir einen Antrag oder ein Gesetzesanliegen für sinnvoll halten. Ich glaube, daran sollten sich auch andere ein sehr gutes Beispiel nehmen. Aber nochmal, nur die Alternative für Deutschland wird umsetzen. Den anderen Parteien, und das haben Sie gesehen, die anderen Parteien sitzen alle selektiv in Landesregierung oder in der Bundesregierung. Sie setzen nicht um, weil sie den politischen Willen nicht haben. Trotzdem die Frage, Sie können entweder darauf hoffen, dass Sie über 50% kommen oder Sie sagen, wir sind anschlussbereit, kompromissfähig in irgendeiner Richtung. Das höre ich bei Ihnen jetzt noch nicht. Doch, das habe ich eben gesagt. Also wir stimmen ja auch für gute Anträge, stimmen wir auch dazu und auch im Bundestag machen wir das. Wir werden es einfach mal abwarten. Ich glaube, dass undemokratische Brandmauern überhaupt gar keinen Bestand haben und auch in der Demokratie nichts zu suchen haben.
Wir sind ein Jahr ungefähr vor der Bundestagswahl. Wollen Sie Kanzlerkandidatin werden und hoffen dann tatsächlich auf eine Regierungsbeteiligung, weil Sie davon ausgehen, mehr als 50%? Wir werden sehen, was es im Jahr 2025 zeitigt. Wir sehen, dass auch hier in Brandenburg die CDU für einen SPD-Kandidaten geworben hat. Also eigentlich sind CDU und SPD ein und dieselbe Partei. Das haben wir hier gesehen und das werden wir auch im Bund sehen. Ein politischer Wechsel ist dort überhaupt gar nicht zu erwarten. Ich glaube, die viel interessantere Wahl ist die Wahl im Jahr 2029. 2025 ist ein ganz wichtiger Meilenstein für uns. Denn Sie sehen auch heute an den Umfragen, dass wir auf 20% wieder gesprungen sind. Wir sind zweitstärkste Kraft mit Abstand. Und ja, wir haben den Anspruch, uns an der Regierung zu beteiligen. Je schneller, desto besser. Aber bleibt einfach noch zu hoffen, dass, wenn die Ampel mit diesem Land fertig ist, von Deutschland überhaupt noch irgendwas übrig bleibt. Tatsächlich ist es ja so, wenn wir jetzt mal einmal noch kurz auf Brandenburg schauen, dass ein sehr großer Teil, übrigens auch dann automatisch AfD-Wähler, weil es deutlich mehr als 50% waren, Dietmar Woidke weiter als Ministerpräsidenten haben wollen und dass eine Zahl, jetzt habe ich sie gerade nicht vor Augen, ich glaube 16% nur der Meinung sind, die AfD sollte an Regierungen beteiligt sein hier in Brandenburg. Wie erklären Sie sich denn das? Also ich kenne diese Umfrage nicht. Wir haben Regierungsanspruch und mit diesem Anspruch ist auch Christoph Bernd in den Wahlkampf gegangen, um brandenburgischer Ministerpräsident zu werden. Und genau diesen Anspruch haben wir in Thüringen und den haben wir auch in Sachsen. Also in Sachsen auch ein ganz knappes Ergebnis, in Thüringen ganz klar vorne. Björn Höcke hat einen Regierungsauftrag, hier eine Regierungsbildung vorzunehmen. Und ich sage Ihnen nochmal, dass die anderen Blockparteien, also wie so eine sogenannte nationale Volksfront, wie in der Honecker-DDR, hier Stimmung machen gegen eine Konkurrenzpartei, das finde ich eigentlich schon zunehmend lächerlich. Damit lässt sich auch keine seriöse Politik machen. Ich würde mich freuen, wenn wir bei unserem Wording ein bisschen aufpassen, was die Begrifflichkeit angeht. Alice Weidel, ganz herzlichen Dank für das Interview. Und vor 10 Minuten hatte ich Gelegenheit, mit dem AfD-Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt ein Interview zu führen. Das hören wir uns jetzt auch noch an. Also das erste Mal, ja, wir wollten Woidke in Rente schicken. Es sieht so aus, als ob wir das nicht geschafft hätten. Und trotzdem sind wir die Gewinner der Wahl. Nicht die Sieger, aber die Gewinner der Wahl. Wir haben kräftig zugelegt. Wir haben im Wahlkampf gespürt, dass wir eine ganz andere Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Und die Jugend. Die Jugend ist scharenweise zu uns gekommen. Wir sind die Partei der Jugend. Das macht mich stolz, das macht mich glücklich und optimistisch für die Zukunft. Und über kurz oder lang werden wir Dietmar Woidke auch noch in Rente bekommen. Also wie viele Jugend gewählt hat, ich glaube, da müssen wir uns genauer noch angucken. Diese Zahlen, so genaue Wählerdaten gibt es ja dann erst vor allem heute Nacht. Morgen früh kann man sich in Ruhe angucken. Was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger davon, dass sie jetzt ihre Stimme bei Ihnen abgegeben haben? Also erstmal die U16-Wahl hat schon gezeigt, dass wir mit Abstand stärkste Kraft waren. Auch nicht repräsentativ, aber egal. Zurück zu meiner Frage. Auch die Wahlen im Sommer gezeigt, dass wir die Partei der Jungen sind. Die Brandenburger, die uns wählen oder die Wähler, die uns wählen, die haben davon, dass Politik für sie gemacht wird. Dass sie nicht einfach die Leute sind, die Steuern zahlen können und dann wird Politik für irgendwas gemacht. Fürs Klima oder für Fantasien der Transformation, sondern dass eine ordentliche Politik gemacht wird in den Kommunen, dass die Kommunen finanziell besser ausgestattet werden, dass wir eine ordentliche Bildung wieder in den Schulen bekommen, dass wir die Gesundheitsversorgung auf dem Land verbessern, den Verkehr, die Infrastruktur verbessern. All das hätten die oder haben die Bürger, die uns wählen, zu erwarten von uns. Politik für sie und nicht gegen sie. Gut, jetzt sieht es ja so aus, als wären Sie nicht stärkste Kraft. Selbst wenn Sie es geworden wären, hätte es keine Partner gegeben. Meine Frage war ja eher, was haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger davon, dass Sie jetzt die Stimme gegeben haben? Also was machen Sie damit? Ganz viel. Also wir haben ja erstmal schon vor den Wahlen sensationelle Aussagen gehabt, der SPD und der CDU zur Migration. Die hätte es ohne unsere Stärke überhaupt nicht gegeben. Überlegen Sie sich mal, was Herr Woidke und Herr Stübgen gesagt haben. Die haben Dinge gesagt zum Asyl, zum Schutz der Grenzen, zur Abschiebung, für die wir vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Also alles so. Das haben die Bürger erreicht und das kann keiner mehr jetzt sagen, dass Grenzschutz und Abschiebung verfassungswidrig wären. Das ist jetzt geklärt durch den Ministerpräsidenten und den Innenminister. Und so haben wir die und die Bürger haben auch bekommen ein klares Bild über die Parteien, die sich demokratisch nennen und in Wirklichkeit eine Art nationale Front der DDR bilden. Überlegen Sie mal CDU. Der CDU-Ministerpräsident in Sachsen empfiehlt die Wahl des Ministerpräsidenten der SPD in Brandenburg. Und so ist es gekommen und die CDU ist auf 11% heruntergefallen.
Na, ich möchte nicht in der CDU sein. Wer sich so kastrieren lässt, der hat keine Zukunft. Und ich bin gespannt auf die Diskussion in der CDU. Ich kann nur sagen, kommt zu uns. Mit uns werdet ihr mehr von eurem Programm durchsetzen können als mit der SPD. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei den Fakten bleiben, differenziert bleiben. Grenzschutz ist natürlich nicht verfassungswidrig. Asylrecht außer Kraft setzen ist verfassungswidrig. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht so sehr, sondern die Frage ist eher jetzt, wenn Sie sagen, Sie möchten, Sie wollten Ministerpräsident werden, wir haben das gleiche in Thüringen, in Sachsen erlebt, wollen Sie weiter darauf warten, dass die AfD bei über 50% ist, oder haben Sie die Idee, vielleicht auch kompromissbereit zu sein in andere Richtungen, um tatsächlich auch für die Bürgerinnen und Bürger was wirklich umsetzen zu können? Ja, aber die Frage erstaunt mich schon ein bisschen. Das haben wir immer und ich ganz persönlich laut und deutlich gesagt, den ganzen Wahlkampf über. Vor der Wahl kritisieren wir die Parteien für das, was sie angerichtet haben, und das ist sehr viel. Und nach der Wahl sind wir bereit, mit allen zu reden über Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit es wieder besser wird. Wir kennen keine Brandmauern. Wir stehen für Gespräche mit jedem zur Verfügung. Nicht wir grenzen aus, sondern wir werden ausgegrenzt, Frau Grimm. So sieht's aus. Demokratie bedeutet ja in dem Fall, man muss auch Kompromisse machen. Wo wären denn Sie kompromissbereit, um zu sagen, vielleicht kann irgendwann eine Partei mit uns reden? Na, das hängt dann von der Verhandlungsmasse ab. Es gibt ja, ich habe ja mal 10 Hauptpunkte für den Wahlkampf für Brandenburg. Und da müssten wir uns mit den anderen zusammensetzen und sagen, was macht ihr in der Frage Migration? Was macht ihr in der Frage Bildung? Wie viele Windräder wollt ihr noch aufstellen oder wollt ihr sie da rausnehmen? Und was könnt ihr dafür geben? Also Verhandlungssache, wir sind offen für Verhandlungen. Okay, herzlichen Dank, Herr Bernd, für dieses Interview. Und ich gebe an dieser Stelle zurück. Landtagswahl in Brandenburg auf 1 sendet live aus dem Landtag in der Landeshauptstadt Potsdam, dem Stadtschloss, allerdings wieder aufgebaut hier direkt an der Havel. Bei mir ist ein Mann, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er jetzt irgendwie erleichtert oder vor allem enttäuscht ist. Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender der AfD hier im Landtag. Sie wollten Nummer 1 werden. Das haben Sie nach den jetzigen Hochrechnungen nicht geschafft. Sie wollten die Sperrminorität. Da müssen wir jetzt vielleicht noch auf die Direktmandate warten. Aber jedenfalls nach Zweitstimmenergebnis hätten Sie sie wohl auch nicht. Woran hat es gelegen? Das wissen wir noch nicht. Also diese Detailberechnung können wir noch nicht anstellen. Und dennoch bin ich erstmal sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind der Gewinner der Wahl. Wir sind nicht der Wahlsieger, aber der Gewinner der Wahl. Der Wermutstropfen ist der, dass Woidke Tatsache noch im Amt ist, dass wir das nicht geschafft haben, stärker zu sein als die SPD. Aber es gibt sehr viel anderes, weswegen ich überwiegend mich freue. Das eine ist, wir haben sozusagen den anderen die Maske vom Gesicht gerissen. Sind wir live? Wir haben die anderen die Masken vom Gesicht gerissen. Es ist ganz deutlich geworden, dass die AfD es mit einem Kartell von Parteien zu tun hat. Insbesondere die CDU hat sich völlig demaskiert. Da hat ja der CDU-Ministerpräsident in Sachsen die Wahl des Ministerpräsidenten Woidke von der SPD empfohlen. Und der Spitzenkandidat hier in Brandenburg hat es hingenommen. Schlimmer kann man sich nicht als Blockflötenpartei outen. Und die CDU hat ja auch entsprechend ein ganz katastrophales Ergebnis bekommen. CDU-Wähler haben offensichtlich linke CDU-Wähler SPD gewählt. Ähnlich ist es, glaube ich, auch den Linken gegangen, die ja deutlich verloren haben, nicht nur gegen BSW und auch den Grünen. Und das ist der nächste positive Aspekt. Durch unsere Stärke sind hoffentlich oder anscheinend Linke und Grüne aus dem Parlament geflogen. Eine gute Nachricht für Deutschland. Und dann für mich noch ein ganz wesentlicher Aspekt aus dem Wahlkampf, aber auch aus den Umfragen, so wie sich die Alterskohorten abzeichnen. Wir sind die Partei der Jugend. Die Jugendlichen wählen nicht mehr Grün, die Jugendlichen wählen AfD. Und deswegen ist die Zukunft auf unserer Seite. So, dass ich unterm Strich dann doch optimistisch bin, dass sich die Dinge zum Besseren ändern werden. Wir stellen fest, jetzt im September 2024 sind wir noch nicht stärker als dieses Kartell der Altparteien plus Medienmacht, die man ja sagen muss, die dahinter stand. Aber wir werden immer stärker und eines Tages werden wir auch stärker sein als der Block der anderen. Sie haben ja die Medienmacht angesprochen. Sie selber haben ja so eine Art Diabolisierung erfahren in den letzten Tagen. Ich glaube, der Spiegel zitterte vor dem gefährlichen Mann aus Brandenburg, oder war es die Tagesschau, ich weiß es nicht. Sie sind aus einer Wahlrunde sogar rausgegangen, weil sie es nach eigenen Worten da quasi nicht mehr ausgehalten haben, weil nur Dietmar Woidke zu Wort gekommen sind. Wie haben Sie dieses Zusammenspiel von Parteien und Medien
erfahren? Was macht das auch mit einem persönlich, wenn man das erlebt? Also es war krass jetzt, vor allem die letzte Woche, als es ja knapp wurde, als die Medien dann immer schrieben, ja, die SPD und Aufholjagd und Woidke und Woidke und Woidke. Wenn man sich mal den Pressespiegel im Landtag dieser Woche anguckt, dieses Wochenendes, dann sind da 20 oder 30 Seiten nur Lobesberichte über Dietmar Woidke. Und der RBB selber, unser öffentlich-rechtlicher Sender hier in Brandenburg, hat sich zum Woidke-TV gemacht. Also er hat so einseitig Partei ergriffen, wie ich es mir nicht vorgestellt hätte. Es gab ja vor dieser Woche eine Elefantenrunde. Die Auswahl der Themen und die Zeitkontingente, die da eingeplant waren, die waren offensichtlich nur darauf aus, dass Woidke einigermaßen gut bei wegkommt. Das wichtige Thema Bildung, wo die Regierung komplett versagt hat, wo Brandenburg ganz unten steht, wurde auf 15 Sekunden behandelt, alles um Woidke zu schonen. Also das ist ganz klar. Also wer noch irgendeinen Beweis brauchte, dass wir die Zwangsgebühren der Öffentlich-Rechtlichen abschaffen müssen, der hat ihn jetzt bekommen. Wenn wir die Gelegenheit haben, werden wir diese Verträge kündigen und dann können die Journalisten des öffentlich-rechtlichen Funks sich bemühen, ein Programm zu machen, das dann auch Kunden findet, die dafür bezahlen. So kann es nicht weitergehen. Sobald wir die Gelegenheit haben, werden wir das korrigieren. Ja, es war ein echtes, schlimmes, es war eine interessante Erfahrung, wie deutlich eben öffentlich-rechtliche Medien und Staat und Regierung und Altparteien zusammenhängen. Keine neue Erfahrung, aber in der Deutlichkeit schon beeindruckend. Wir wissen, wir haben uns auf einen schwierigen Kampf eingelassen und ich resigniere da nicht und normal, ich nehme vor allem aus diesem Wahlkampf den Zuspruch, den wir uns vor 5 Jahren nicht hätten vorstellen können, von Arbeitern, von Mittelständlern und der Jugend. Und deswegen bin ich total optimistisch, was die Zukunft angeht. Vielleicht schon die nächste Bundestagswahl, da wird die AfD noch stärker sein, weil das BSW sich ja auch als Alternative entzaubert hat in Thüringen schon. Und deswegen denke ich, die AfD beste Aussichten hat, im Bund wie im Land Brandenburg noch stärker zu werden als jetzt. Bleiben wir erstmal bei der heutigen Wahl, nicht schon bei der nächsten. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident, hat ja quasi seine politische Zukunft mit seinem Ergebnis verknüpft. Er hat gesagt, wenn die SPD auf Platz 2 landet, dann werde ich gehen. Und das war der Punkt, wo einerseits die SPD-Ergebnisse hochgegangen sind, wo aber zunächst mal die Ergebnisse von Linken und Grünen und dann auch von der CDU runtergegangen sind. Das heißt, die SPD hat polarisiert auf Kosten ihrer strategischen Partner. Haben Sie das auch so empfunden und wie schätzen Sie das ein? Ist es eine Polarisierung, auch eine zum Teil hassgetragene Polarisierung, bei der am Ende nur noch quasi 2 übrig bleiben? Die Polarisierung war klar. Das widerspiegelt die realen politischen Verhältnisse. Es gibt ein Kartell der Eliten dieser Bundesrepublik Deutschland. Von Altparteien, von Verbandsfunktionären, Gewerkschaften, Kirchen, Medien. Die stehen für die Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Die stehen für ein Weiter-so dieser Politik. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die derjenigen, die sich dagegen wehrt und eine andere Politik will, die kein Weiter-so will, sondern eine Änderung der Politik. Das ist in der Parteienlandschaft die AfD. Und ich würde mal sagen, nur die AfD in der Deutlichkeit. Und es sind dann alternative Medien, Bürgerbewegungen und dergleichen. Das ist die Polarität, die da ist. Und ich nehme es als Ausdruck unserer gewachsenen Stärke, dass diese Auseinandersetzung um ein Weiter-so oder nicht Weiter-so, um Woidke oder AfD, mit dieser Schärfe geführt wurde, mit dieser Erbitterung, mit dieser Diffamierung. Wenn wir schwach wären, wenn die keine Angst vor uns hätten, dann würden sie das ganz anders machen. Dann würden sie auch die Masken nicht so fallen lassen, wie sie es jetzt gemacht haben, indem sie die CDU kastriert haben, damit Woidke dann noch CDU-Stimmen bekommt. Das ist Ausdruck unserer gewachsenen Stärke. Wir führen tatsächlich eine, Götz Kubitschek sprach vom geistigen Bürgerkrieg, wir führen einen geistigen Bürgerkrieg darum, ob Deutschland als Nationalstaat und Staat der Deutschen bestehen bleibt oder international aufgelöst wird. Und der wird mit aller Erbitterung geführt. Und damit müssen wir rechnen. Das wird auch bei künftigen Wahlkämpfen nicht besser werden. Je stärker wir werden, desto größer werden desto schlimmer werden die Vorwürfe gegen uns werden. Und da gibt es ja nach Lage der Dinge erkennbar bisher kein Tabu bei denjenigen, die für die alte Bundesrepublik stehen. Sie hatten die Bürgerbewegung angesprochen. Wir haben ja eben bei Auf 1 auch zurückgeschaut auf die großen Bauernproteste, die es eben auch in Brandenburg gab, aus denen ja auch eine kleine Bauernpartei entstanden ist. Wie wichtig wird in diesem, Sie haben Götz Kubitschek zitiert, in diesem geistigen Bürgerkrieg, in diesem sozusagen Ringen um entweder Vergehen oder einen Neuanfang, wie wichtig wird da auch das Bündnis eines
parlamentarischen Armes und den Bürgerbewegungen. Ich habe jetzt bewusst nicht Vorfeld gesagt. Wie wichtig wird das sein? Entscheidend. Ach, auch für uns als AfD entscheidend. Ich sagte ja, wir sind Volkspartei und wir sind ja nicht zuletzt deswegen so Volkspartei geworden, so viel mehr als noch vor ein paar Jahren, weil wir die Aktivsten aus diesen Bewegungen mit aufgenommen haben. Das hilft uns nicht zu versteinern, das hilft uns wirklich am Puls zu bleiben, weil Parteien ihre eigenen Gesetze haben und da spielt ganz schnell das Machtkalkül und der innerparteiliche Kampf eine Hauptrolle und die Probleme des Landes werden nach hinten angestellt. Da hilft uns der Kontakt mit der Bürgerbewegung. Wir brauchen das. Wir brauchen das, um lebendig zu sein und wir brauchen das, weil eine Partei alleine diese geistige Auseinandersetzung nicht gewinnen kann. Das ist völlig ausgeschlossen. Wir brauchen die Verzahnung, die Einbettung in die Bürgerbewegung. Ich habe es gesagt, wiederhole es immer gerne, ich habe die AfD immer verstanden als Teil einer übergeordneten Volks- und Bürgerbewegung. Sie können auf jeden Fall eines machen, nämlich wieder Untersuchungsausschüsse einsetzen. Ja. Haben Sie da schon was geplant? Wird es einen neuen Corona-Ausschuss geben? Gibt es irgendwelche anderen Themen? Ein Thema kann ich hier schon nennen. Und zwar wird das sein die Korruption. Die Korruption in Brandenburg. Und exemplarisch an dem Fall dieses Landrats da oben in Ostprignitz-Ruppin, der mit kriminellen Geschäftemachern hier seit Jahren Geschäfte betreibt, die den Landkreis, der wirklich arm ist, um Millionen betrogen haben und der jetzt mit Klagen überzogen wird und während die Geschäftemacher weitermachen können. Diese Korruption, die werden wir auf alle Fälle in einem Untersuchungsausschuss untersuchen, wenn es nach mir geht. Wir werden uns auch die linksextremistischen Finanzierungen angucken. Wir haben ja mitbekommen jetzt, wie es hier bei dieser Wahl auch in Brandenburg lief. Kampakt, was von dem Ministerium Paus, von den Grünen mit Millionen gefördert wird, macht jetzt Wahlkampf für die grüne Marie Schäfer, für die SPD und für Peter Wieder von den Freien Wählern. Das ist auch eine Untersuchung wert. Und Corona wird natürlich auf keinen Fall vergessen, ganz klar. Ich glaube, es wird eine spannende Legislaturperiode so oder so und wir warten den Abend ab, wie denn tatsächlich die Sitze sich dann noch verteilen, auch für welche Koalition es reicht. Christoph Bernd, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Ja, hier steht Björn Höcke vor uns. Sie haben ja konnten es erreichen, stärkste Kraft in Thüringen zu werden. Derzeit sieht es ja in Brandenburg nicht so aus. Derzeit sieht es so aus, jetzt würde die SPD stärkste Kraft bleiben. Was sagen Sie dazu? Na, erstmal muss ich sagen, dass Christoph Bernd und sein Team einen unheimlich starken Wahlkampf gemacht haben. Mit so viel Leidenschaft, mit so viel Kampfeswillen, beeindruckend. Also in Thüringen nicht nachstehend. Und ich bin trotzdem stolz auf dieses Ergebnis. Also nach diesem historischen Sieg in Thüringen, wo wir zum ersten Mal stärkste Kraft wurden als AfD, war klar, dass das bunte Establishment nochmal alle Energie zusammennimmt, um einen zweiten, ersten Platz der AfD zu verhindern. Und Christoph Bernd hat es gerade schon richtig eingeordnet. Es war ja nicht nur ein Kampf gegen konkurrierende Parteien. Die haben sich kartellartig zusammengeschlossen, deutlicher denn je. Und zusätzlich noch die Zivilgesellschaft aktiviert, die steuerfinanzierte NGOs aktiviert, die stellenweise, so wie wir wissen, wie Kampakt auch aus dem Ausland finanziert werden. Wir haben es also mit einem Block zu tun, der sich verpanzert hat und der versucht, auf Teufel komm raus, die einzige Alternative für Deutschland zu verhindern. Aber nochmal, es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Ich habe das gerade schon kurz eingeordnet. Wir sind im Olympiajahr, eine Goldmedaille, zwei Silbermedaillen bei den Ostwahlen. Wir sind trotzdem weit, weit führend im Medaillenspiegel. Sie sind ja, konnten es erreichen, stärkste Kraft in Thüringen zu werden. Wie sehen denn jetzt die weiteren Pläne aus? Wie kann man sich jetzt in Thüringen das Parlament vorstellen derzeit? Ja, wir müssen erstmal jetzt den Landtag konstituieren. Das wird am Donnerstag stattfinden, wenn dann ein Landtagspräsident gewählt wird. Und nach der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages muss der Landtagspräsident von der stärksten Kraft vorgeschlagen werden. Das sind wir. Und da lassen wir auch keine Luft dran und da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Das werden wir durchsetzen. Und dann schauen wir mal weiter. Es wird auf jeden Fall am Donnerstag schon sehr spannend in Thüringen. Jetzt gibt es ja Pläne von der CDU und auch von der BSW, den Landtagspräsidenten der AfD zu verhindern. Könnten die da erfolgreich sein? Die sind nicht zulässig, diese Anträge, die angedacht sind, weil die Konstituierung des Landtages vor Einreichung eines Antrags logischerweise erst erfolgen muss. Man kann ja keinen Antrag einreichen in eine Institution, die es noch gar nicht gibt, formal juristisch. Von daher sind das Traumtänzereien. Höcke, vielen Dank fürs Gespräch. Bei mir ist nun René Springer, Landesvorsitzender in Brandenburg, aber auch sozialpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Einmal möchte ich Sie als sozialpolitischer Sprecher in der Fraktion im Bundestag fragen, welches Signal sendet die Brandenburg-Wahl auch in den Bundestag hinein, vielleicht auch für die Bundestagswahlen?
Also die Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und auch hier in Brandenburg geben natürlich starken Rückenwind. Sie zeigen, dass wir stärker werden können, mit unseren Positionen gut ankommen. Aber sie zeigen auch, dass Luft nach oben ist. Und genau diese Luft nach oben, die müssen wir auch ausnutzen, dass wir im Bundestagswahlkampf entsprechend alle Register ziehen. Nur so wird es funktionieren, irgendwann in Regierungsverantwortung zu kommen und dann tatsächlich wieder Politik fürs eigene Volk zu machen. Und nun als Landesvorsitzender sozusagen in Brandenburg, wir sehen, dass das taktische Wählen durchaus eine Rolle gespielt hat bei dieser Wahl. Nämlich die Ansage von Kretschmer, doch Woidke zu wählen, hat der CDU hier in Brandenburg extrem Stimmen gekostet. Man könnte das jetzt als Schaden sehen. Allerdings schaffen es die Grünen vielleicht gar nicht in den Landtag. Ja? Hat das taktische Wählen vielleicht nur oberflächlich funktioniert und vielleicht über Bande auch der AfD genützt ohne Grüne im Landtag? Das taktische Wählen hat zwei Seiten, wie bei einer Medaille. Die eine Seite ist, dass es Woidke knapp noch geschafft hat, Stand jetzt, wir haben die Umfrageergebnisse oder die Wahlergebnisse noch nicht final, dass er es geschafft hat, tatsächlich als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorzugehen mit seiner SPD. Auf der anderen Seite musste die CDU federn lassen und auch die Kleinstparteien, muss man ja inzwischen sagen, FDP, Grüne und Linke. Die größten Volkshasser sind nicht mehr im Parlament. Das ist eben ein Erfolg und das ist eben die Kehrseite der Medaille des taktischen Wählens. Nun bangt sozusagen die AfD um eine Sperrminorität. Wir haben gesehen, wie es in Sachsen laufen kann mit Softwarefehlern etc. Wie schätzen Sie die Chancen für die Sperrminorität ein der AfD in Brandenburg? Also Stand jetzt hätten wir sie möglicherweise knapp, aber wir müssen auch hier die erste Hochrechnung abwarten und wir müssen auch schauen, wie viele Direktwahlkreise haben wir geholt. Möglicherweise haben wir viel mehr Direktwahlkreise geholt, als wir jetzt an Prozenten bekommen haben. Und das würde uns die Sperrminorität sichern. Und wenn wir sie haben, dann wird sich viel verändern, weil dann muss man mit uns zusammenarbeiten, um Dinge zu verändern. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern. Wenn die nur mit uns möglich ist, heißt es, man muss mit uns reden und damit ist die Brandmauer obsolet. Nun zeigt sich gerade in Brandenburg in den vergangenen Wochen in den simulierten Jugendwahlen, U18 und U16-Wahlen, gerade da scheinen Sie in der Fraktion mit der Fraktion einen Nerv getroffen zu haben. Wie erklären Sie sich das? Wir müssen feststellen, nicht nur hier in Brandenburg, sondern auch in Sachsen und Thüringen sind wir bei den jungen Menschen am stärksten vertreten. Und ich glaube, das liegt daran, dass gerade die jungen Leute jetzt in der Schule merken, was hier eigentlich passiert, dass sie indoktriniert werden. Gerade vor kurzem hat mir ein 13-Jähriger am Rande einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, dass sein Lehrer aus dem Sommerurlaub kam mit lackierten Fingernägeln und das war der Regenbogen drauf. Und er sagt, er will das nicht. Er will was Vernünftiges lernen. Er will, dass aus ihm was wird. Er will Wissen erwerben. Er will rechnen, lesen, schreiben können, aber eben nicht indoktriniert werden. Dann gibt es das Phänomen der Unsicherheit auf den Schulhöfen, dass es migrantische Mobs gibt, die auf Deutsche einprügeln. Und dann gibt es die Situation, dass die jungen Leute am Abendbrottisch sitzen mit ihren Eltern und ihre Eltern das sagen hören, was die Eltern draußen nicht mehr offen sagen, dass sie höchst unzufrieden sind, dass sie die Regierung kritisieren, dass sie sich den Einkauf nicht mehr leisten können, das Auto nicht, vielleicht auch das Haus bald nicht mehr leisten können. Und das alles bewegt junge Menschen, weil sie sich fragen, was ist eigentlich meine Zukunft? Und ich glaube, dass wir genau diesen Menschen die richtige Antwort geben. Wir geben ihnen eine positive Vision, wir geben ihnen Sicherheit, wir sorgen dafür, dass die Steuern und Abgaben gesenkt werden, sodass die Eltern sich eben doch wieder das Auto, den Urlaub oder auch das Haus leisten können. Was nehmen Sie als Landesvorsitzender aus diesem Wahlkampf mit, vielleicht sogar auch für eine Bundestagswahl? Was hat besonders gut funktioniert? Was hat vielleicht nicht gut funktioniert? Wir werden ja noch in eine tiefere Analyse einsteigen. Das ist ja unsere Aufgabe im Landesvorstand, ist auch meine Aufgabe als Landesvorsitzender, das sorgfältig zu analysieren. Stand jetzt ist das Feedback, was wir bekommen von unseren Wählern, von unseren Mitgliedern und auch von den Kollegen aus anderen Bundesländern, dass wir einen hervorragenden Wahlkampf geführt haben. Er war sichtbar, er war sogar international sichtbar. Insofern hat es sich gelohnt, alle Register zu ziehen und das werden wir auch weiterhin tun, und zwar so lange, bis wir in diesem Land regieren. Letzte Frage zum BSW. Das BSW hatte vor allem zwei Forderungen, medial jedenfalls, sehr groß gefahren. Das war einmal der Ukraine-Krieg, beziehungsweise den zu beenden, ja, und Migration. In den Umfragen in den letzten Wochen zeigte sich auch, dass in Brandenburg Migration das wichtigste Thema ist. Trotzdem hat das BSW, liegt jetzt bei, ich glaube, 13% oder was.
Hat das vielleicht nicht funktioniert oder hat man das dem BSW nicht geglaubt, wenn Migration das wichtigste Thema ist, aber das BSW die einzige Partei ist neben der AfD, die das Thema überhaupt angefasst hat? Das BSW hat sich selbst nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen die Maske vom Gesicht gerissen, weil sie vorher angedeutet haben, man könne ja mit der AfD zusammenarbeiten, und danach hieß es dann plötzlich, nein, es kommt keine Zusammenarbeit in Frage. Und in Brandenburg hat der Vorsitzende sogar gesagt, dass er ein Verbotsverfahren unterstützen würde. Das wollen BSW-Wähler nicht. BSW-Wähler wollen diese Brandmauer nicht, das ist mein Eindruck. Und was die Fragen Ukraine-Krieg angeht und auch Migration, da gibt es ja mit der AfD schon ein Original. Also muss man sich auch fragen als Wähler, warum soll ich eigentlich jemanden wählen, der möglicherweise nur täuscht, um dann hinterher zu enttäuschen, oder nicht das Original zu wählen, das 10 Jahre lang für eine bessere Politik kämpft und sich in einen wirklich harschen Gegenwind gestellt hat. Herzlichen Dank. Ja. Danke. Frau Weidel, Sie gehören zum Bundesvorstand. Dürfte ich Sie einmal um eine Einschätzung dieser Wahlen, der Bedeutung der Wahlen in den Bundestag, für den Bundesvorstand bitten? Wir haben ein Spitzenergebnis eingefahren für die AfD. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, wir werden, egal wie es jetzt ausgeht, ob wir jetzt der Erstplatzierte sind oder der Zweitplatzierte, als Sieger hier vom Platz gehen. Und jetzt sind wir, so wie es ausschaut, Zweitplatzierter geworden. Und das ist einzig und allein einer taktischen Abstimmung, alle gegen die AfD zu verdanken. Damit muss man umgehen, kann man akzeptieren. Aber es ist für mich ein sehr, sehr guter Etappen. Ein sehr, sehr gutes Etappenziel jetzt auch in Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Und ich freue mich drauf. Ich finde, hier der Spitzenkandidat Bernd hat einen super Wahlkampf gemacht, einen unglaublich engagierten Wahlkampf. Und für mich ist die AfD, ist unsere Partei, die Nummer eins. Das muss ich einfach sagen, das sind taktische Abstimmungen hier gewesen, alle auf die SPD. Aber ja, das ist jetzt einfach so, wie es ist. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir eben weitermachen. Ich glaube, dass der Wähler langfristig erkennen wird, dass hier nichts anderes gemacht wurde als eine grobe Wählertäuschung. Hier wird mit AfD-Position permanent Wahlkampf gemacht. Nachher wird davon nichts, aber auch gar nichts umgesetzt. Der Wähler wird langfristig aufgrund der Probleme in unserem Land erkennen, dass die Umsetzung nur mit der Alternative für Deutschland zu machen ist. Ich glaube, so etwas lässt sich langfristig überhaupt nicht durchhalten, dass man so dermaßen über den Tisch gezogen wird. Und die SPD steht für Stillstand, nicht nur für Stillstand, aber für die Erosion von Deutschland als Wirtschaftsstandort, für die Erosion der inneren Sicherheit in unserem Land. Diese Leute sind Deutschlandzerstörer, um es Ihnen mal ganz klar zu sagen. Die SPD, die Ampelparteien sind die Totengräber der Bundesrepublik Deutschland. Und langfristig kann das nicht im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegen. Und ich glaube, es lässt sich einfach nicht durchhalten. Sie haben die Bundestagswahlen schon angesprochen. Herr Bernd hat das mehrfach in seinem Wahlkampf gesagt, dass es hier eben nicht nur um Brandenburg geht, wie Dietmar Woidke in seinem Wahlkampf immer betont hat, es gehe um Brandenburg, sondern hier ginge es auch um Deutschland tatsächlich als, ja, vielleicht letzter Sargnagel der Ampel. Sehen Sie das auch so? Ist das heute der letzte Sargnagel der Ampel auch für das nächste Jahr, die Bundestagswahl? Vielleicht auch vorgezogene Neuwahlen? Ist das für Sie möglich? Naja gut, also der Scholz, der jetzt ja vorgezogen hat, lieber in New York zu sein für eine komplett unwichtige Sitzung und hier nicht einmal irgendwo in Brandenburg aufgetaucht ist und heute nicht hier ist, das spricht natürlich Bände. Ich glaube, dass Scholz noch mit einem blauen Auge davongekommen ist. Wenn heute die AfD auf die Eins gerutscht wäre, darum wurde ja auch sehr polarisiert Wahlkampf gemacht gegen die AfD, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Jetzt kann er sich gerade noch hinüberretten. Keine dieser Ampelparteien, dieser absoluten, unglaublichen Versagerparteien hier, hat ein Interesse, jetzt Neuwahlen zu haben. Und jetzt haben sie auch einen Grund, das bis ins nächste Jahr reinzuziehen. Also ich glaube nicht, dass es Neuwahlen gibt, sondern dass wir uns sehr konzentriert auf den Bundestagswahlkampf für den 28. September nächsten Jahres vorbereiten. Sie haben die Kampagne gegen die AfD schon angesprochen. Ein wirklich Meilenstein ist Potsdam. Ja, also das ist ja zu einem Sinnbild geworden. Ja, die Partei hat das überlebt. Aber würden Sie jetzt, wie ordnen Sie das jetzt ein, dass ausgerechnet in Potsdam, in Brandenburg auch noch so ein starkes Zeichen gesetzt wird? Hat Potsdam vielleicht doch nicht gewirkt oder doch?
Naja, also das ist ja eine Kampagne gewesen, aus meiner Sicht auch unter Mitwirken von sämtlichen Medien, auch von der Regierung. Anders kann man sich das gar nicht erklären. Und nachher ist dieses Lügengebäude zusammengebrochen. Sie haben in der Demoskopie gesehen, dass es uns geschadet hat. Wir waren in den Umfragen auf über 20%, waren zwischenzeitlich dann wieder auf 16. Heute erstmalig wieder auf 20%. Das hat uns natürlich massiv geschadet. Und darum sage ich ja auch immer und immer wieder, dass die Mainstream-Medien, die ja gefüttert werden mit GEZ-Gebühren und mit deutschen Steuergeldern, mit unausgebildeten Journalisten, die keine Journalisten sind, sondern nur noch Aktivisten, überhaupt gar nicht mehr transparent berichten und eigentlich nur noch eine einzige Partei irgendwo in die Ecke reinschieben wollen, dass diese Medien einfach den Auftrag verwirkt haben. Und dementsprechend sagen wir auch ganz klar, wir sind für die Streichung der Rundfunkgebühren. Wir brauchen mehr Wettbewerb im Mediensektor, sieht man hier auf 1 beispielsweise. Wir brauchen mehr Wettbewerb, dass einfach auch die Leute sich vernünftig informieren können. Weil das ist auch die Hauptverantwortung der Medien, was hier auch teilweise mit der Alternative für Deutschland unbotmäßig gemacht wird. Letzte Frage zum BSW, zu einer Überraschungspartei, ja, das häufig entweder als großer neuer Hoffnungsträger gefeiert wurde oder als Oppositionsattrappe. Was sagt das Ergebnis für Sie? Hoffnungsträger, Oppositionsattrappe, vielleicht ein Koalitionspartner? Naja, das BSW hat natürlich eine sehr, sehr geschickte strategische Wirkung. BSW, ohne beurteilen zu wollen, ob es jetzt eine Attrappe ist oder nicht, ist, was es ist. Es ist ein künstliches Gebilde, was innerhalb von kürzester Zeit personell und finanziell aufgeforstet wurde. Das BSW übernimmt kritische Positionen zu 95% Schnittmenge von der AfD. Und damit haben sie eine Spaltung des regierungskritischen Lagers. Und dadurch verfestigt sich natürlich auch letztendlich die Regierungspolitik, weil es zeichnet sich ja ab, dass das BSW ein Steigbügelhalter für die Altparteien ist. Und dementsprechend hat man dort eine Manifestierung. Und damit können Sie sich die Frage eigentlich selbst beantworten, was es letztendlich ist. Herzlichen Dank. Ja. Ja, hier haben wir Christoph Berndt, das ist der Spitzenkandidat der AfD. Was sagen Sie zum derzeitigen Ergebnis? Das ist ja jetzt eine Prognose, aber die wird sich ja wahrscheinlich bestätigen. Die AfD ist Volkspartei. Sie ist Volkspartei im Osten, sie ist die stärkste Kraft im Osten. Und diese große Stärke hat dazu gezwungen, dass die Parteien, die sich immer demokratisch nennen und demokratisch tun, die Masken fallen ließen. Ganz offen sind sie als Kartei aufgetreten, als Kartell aufgetreten. Der CDU-Ministerpräsident in Sachsen hat die Wahl des SPD-Ministerpräsidenten in Brandenburg gefordert und unterstützt. Sie haben offen als nationale Front gegen uns gearbeitet. Das ist wichtig für die Zukunft, dass jeder Wähler, jeder Bürger im Land weiß, es gibt hier einen Block von Altparteien, unterstützt von Medien, unterstützt von der sogenannten Zivilgesellschaft, also vom Staat geförderten Organisationen. Die stehen auf der einen Seite, die sind fürs Weiter-so und auf der anderen Seite steht nur die Alternative für Deutschland mit den alternativen Medien. Und die eine Seite, die Seite der Altparteien, des Kartells, die steht für die Vergangenheit. Denn auf Seiten der AfD ist die Zukunft, weil die Jugend kommt zu uns, die Jugend wählt AfD und darum geht der Stern der Altparteien unter und unsere Zeit kommt. Christoph Berndt, vielen Dank. Die AfD ist stärkste Kraft geworden in Thüringen und Sie haben es ja heute auch angesprochen. Bundesweit steht sie in der INSA-Umfrage in der aktuellen bei 20%. Was ist das für eine Entwicklung, die wir gerade erleben? Also erstmal, Herr Klemm, freut es mich, dass Sie wieder auf Sendung sind, dass man diesem Treiben von Nancy Faeser einen Stecker gezogen hat. Ich kann Ihnen da wirklich nur gratulieren. Egal, ich sage es einfach so, egal, wie man zu manchen Meinungen steht, sei es Kompakt, sei es andere Medien, jeder soll seine Meinung sagen dürfen. Und das ist in unserer Verfassung im Grundgesetz verankert. Und darum bin ich so froh, bestellen Sie Jürgen Elsässer und seiner Frau viele liebe Grüße, bin ich so froh, dass wir wieder auf Sendung sind. So, das einfach mal vorab zu sagen, es ist schöne Einleitung, danke. Ja, genau. Und Sie sehen das, also der Osten ist blau. Heute haben Sie lediglich eine taktische Abstimmung gesehen. Die SPD konnte sich da mal mit 0, noch was Prozentpunkt, ich glaube 1, noch irgendwas, da gerade noch davor schieben, weil hier taktisch die Stimmen von der CDU, von den Grünen, auch von der FDP auf die SPD drauf
gesprungen sind aufgrund der hohen Polarisierung, die ja der Woidke dann auch selbst hier initiiert hat. Aber da sehen Sie einfach mal, also was das alles jetzt gezeitigt hat. Die Nationale Volksfront, die muss jetzt alles zusammenkratzen, was sie haben. Wir haben trotzdem ein Spitzenergebnis, auch wenn wir nicht auf der 1 sind. Das macht überhaupt nichts. Wir haben so einen Rückenwind für die Bundestagswahlen. Wir sind heute auf INSA wieder auf die 20% gesprungen. Davon haben wir uns sehr erholt, nachdem man uns weggemobbt hat für die angebliche Wannsee-Konferenz. Ja, genau das Gleiche wie mit Ihren. Irgendwelche Lügen verbreitet wurden. Gerichtlich hat man das alles verloren. Und es ist eine Kampagne gewesen, die aus meiner Sicht auch regierungsseitig eingesteuert wurde. Also das ist schon ganz, ganz übel, was mit Hilfe des Inlandsgeheimdienstes hier mit Andersdenkenden, mit Konkurrenzparteien, vor allen Dingen mit der Alternative für Deutsche, aber auch mit alternativen Medien wie Kompakt beispielsweise gemacht wird. Ganz, ganz übel. Hat die AfD aufgrund dieser Konstellation, die Sie beschrieben haben, überhaupt eine reale Chance zur Macht? Natürlich, weil die Brandmauer, diese undemokratischen Brandmauern, die man ja nur von Honeckers DDR kennt, nicht zu halten sind. Die Wähler werden erkennen, bei diesen überbordenden Problemen, die überall aufgeworfen werden, also nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, auch im Bereich der inneren Sicherheit, der Massenmigrationsproblematik, dass nur die Alternative für Deutschland das umsetzen kann, diese Probleme zu lösen. Die anderen wollen es doch gar nicht. Sie hätten es doch schon lange zeigen können. Es fehlt der politische Wille und da wird da auch nicht hier irgendwie die Scheinopposition von BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, helfen, die die einzige Funktion hat als Steigbügelhalter für die Altparteien, diese schreckliche Politik zu manifestieren, die unser Land in den Ruin treibt. Frau Weidel, vielen Dank. Dankeschön. Denn bei mir ist Tino Chrupalla, der Co-Parteivorsitzende der AfD. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Chrupalla, seit Monaten lag die AfD in Umfragen vorne in Brandenburg. Jetzt am Wahlabend hat es aber nicht gereicht. Sie sind nur zweitstärkste Kraft geworden. Woran lag's? Ja, als allererstes haben wir als eine von wenigen Parteien am meisten zugelegt mit über 6%. Also das ist erstmal ein Riesenerfolg. Und am Ende muss man natürlich sagen, hier hat sich die Einheitspartei mittlerweile manifestiert. Die CDU hat freiwillig die Stimmen an die SPD gegeben, nur um die AfD zu verhindern. Also ich denke, wenn das in Zukunft die Politik ist, dann heißt es entweder die AfD oder alle anderen. Also das hat man hier gesehen. Wir warten mal den Abend ab. Es wird ja auch immer knapper. Schön ist, dass die Grünen aus dem Landtag geflogen sind, die Linken aus dem Landtag geflogen sind und die FDP keine Rolle spielt. Also von daher, denke ich mal, haben wir auch sehr viele positive Punkte heute Abend. So oder so, Teil der Regierung werden Sie nicht. Keine der anderen Parteien möchte mit Ihnen koalieren. Was haben Sie denn falsch gemacht, dass niemand mit Ihnen regieren möchte? Ich denke, nach so einem Wahlabend, wo wir einen starken Zuwachs haben, kann man nicht davon sprechen, was wir falsch gemacht haben, sondern was wir richtig gemacht haben. Wir haben auf die richtigen Themen gesetzt, wir haben auf die richtigen Probleme, vor allen Dingen der Bürger, gesetzt. Das hat sich gezeigt, dass der Wähler uns vertraut. Wir haben die meisten Wahlkreise im Übrigen direkt gewonnen. Also auch da zeigt sich, dass unsere Kandidaten vor Ort einen super Wahlkampf gemacht haben. Und ich denke, die anderen Parteien sollten sich überlegen, wenn sie im Sinne des Volkes, der Bürger in Brandenburg, Politik machen, wie sie das umsetzen wollen ohne die AfD. Und das müssen sich die anderen Parteien fragen. Unser Kurs bleibt der richtige und den werden wir auch zur Bundestagswahl genauso fortsetzen. Aber Herr Chrupalla, die Frage ist ja auch, wollen Sie überhaupt regieren? Sind Sie nicht selbst schuld, dass die anderen Parteien nicht mit Ihnen koalieren wollen? Wenn man sich zum Beispiel anschaut, in welcher Art und Weise Sie zum Teil über andere Parteien sprechen. Ihr Spitzenkandidat hier in Brandenburg beispielsweise hat davon gesprochen, die Ampel zu zertrümmern. Ja gut, das sind politische Aussagen im Wahlkampf. Das ist auch ganz klar, das ist kein Ponyhof, der Wahlkampf. Der Wahlkampf ist jetzt beendet und wir werden jetzt schauen, inwieweit auch programmatisch andere Parteien auf uns zu sich bewegen. Wir reichen die Hand. Wir wollen mit allen Parteien natürlich auch reden, um auch im Sinne Brandenburgs und auch Deutschlands Politik zu machen. Und ich meine, über Beschimpfungen anderer Parteien muss mich, glaube ich, niemand beklagen. Allein wie wir diskreditiert, diffamiert wurden und auch als Nazi-Partei abgestempelt werden und auch unsere Wähler. Das ist ja eigentlich einzigartig. Aber das hat nicht verfangen. Wir sehen uns hier auch als Sieger und ich denke, wir werden weiter diesen Kurs fortsetzen. Wenn die anderen Parteien meinen, dass sie mit Ausgrenzung, mit Brandmauern erfolgreich Politik machen, dann werden sie sich zur Bundestagswahl umsehen. Herr Chrupalla, muss die AfD nicht einen gemäßigteren Kurs einschlagen aus Ihrer Sicht, damit die Partei auch irgendwann koalitionsfähig wird? Wissen Sie, wir sehen die Probleme in diesem Land, die eklatant sind in der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik, in der Migrationspolitik, Bildung. Ich könnte jedes Thema nehmen, Infrastruktur. Und da muss man natürlich gerade als Opposition auch die Dinge
deutlicher ansprechen. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Sie sehen jetzt in der Migrationspolitik, wie andere Parteien uns mittlerweile in den Forderungen ja teilweise überholen. Aber ich zweifle daran, dass die Dinge auch umgesetzt werden. Und von daher ist es immer schwierig, auf die Probleme hinzuweisen. Wer die Wahrheit sagt, braucht in diesem Land ein schnelles Pferd. Das wissen Sie. Wir haben das getan und wir werden das auch in Zukunft tun. Wir werden uns nicht anpassen. Das ist nicht die Aufgabe einer AfD. Wir wollen die Alternative bleiben. Und wir werden, denke ich, auch dahin gehen, die anderen Parteien dazu treiben, dass sie mit uns Gespräche führen müssen, wenn wir so stark sind, dass es ohne die AfD keine Politik zu machen geht. Herr Krupala, das war die letzte Landtagswahl in diesem Jahr. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Kanzlerkandidatur der AfD zu verkünden? Ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen auch in unseren Gremien besprechen. Ich denke, das wird dieses Jahr auch noch entschieden. Wir sind die Sieger des heutigen Abends. Wir haben eben gesagt, egal wie das Ding ausgeht, wir sind die Sieger. Jetzt müssen wir mal schauen. Seht ihr? Die Balken heute Abend noch verschieben. Sie werden sich verschieben, das wissen wir. Es fängt immer so an. Aber heute haben wir auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht. In der neuen INSA-Umfrage sind wir wieder erstmalig auf die 20% bundesweit. Und auch ich möchte mich bei der großartigen Arbeit des Spitzenkandidaten hier in Brandenburg bedanken. Bei euch Brandenburgern, ihr habt einen super Wahlkampf gemacht und vor allen Dingen auch bei den Wählern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ich sage, diese Balken werden sich noch verschieben und wir sind die Sieger des Abends. Ja, ganz kurz, lieber Christoph, auch von meiner Seite natürlich herzlichen Glückwunsch. Du hast einen tollen Wahlkampf gemacht. Ihr habt hier in Brandenburg einen tollen Wahlkampf gemacht. Und vor allem zeigt sich eins, wenn eine Partei wie wir geschlossen auftritt, dann kommen genau solche Ergebnisse zustande. Wir werden mal schauen, wie der weitere Abend abläuft. Eins muss man natürlich sagen, und das sieht man an diesen Ergebnissen vor allen Dingen von SPD und CDU. Es gibt keine Alternative mehr, außer die AfD. Denn SPD und CDU haben heute die Masken fallen lassen. Wie du es richtig gesagt hast, sie sind im Prinzip die Einheitspartei. Und das hat man heute an diesen taktischen Wählen gesehen, lieber Christoph. Also, für die Bürger ist eins klar. Und das werden auch die Auswertungen zeigen, dass wir die Partei der Zukunft sind. Wenn man einen politischen Wechsel und Wandel will, dann wird man die AfD wählen müssen. Und deshalb, das ist ein Etappensieg. Und diesen Sieg feiern wir heute. Die nächsten Wahlen kommen und dann stehen wir ganz vorn. Mit Sicherheit. Vielen Dank. Wir können ein großartiges Ergebnis in Brandenburg feiern. Wir haben drei erfolgreiche Wahlen hinter uns gebracht, in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg. Und wir sind die einzige Partei, die konstant erfolgreiche Ergebnisse eingefahren hat. Wir haben in Brandenburg eine historisch hohe Wahlbeteiligung. Und daran zeigt sich, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, die Demokratie lebendig gemacht hat. Und darüber freuen wir uns sehr. Sie sehen auch, dass die Alternative für Deutschland die Partei der Zukunft ist. Wir haben vornehmlich bei den jungen Leuten gewonnen, das nicht nur in dieser